Alles über Gaming und die neuesten News nur hier bei Zockcast, dem Gaming-Podcast. Hallihallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Zockcasts, natürlich zusammen mit dem Dunkelschelm. Hallihallo. Unserem Special Guest, dem Sean. Servus, ich bin Sean, auch Gaming Beast auf YouTube oder Gaming Beast 82 auf Deutsch. ich mache alles Mögliche für Gaming und Nerd-Videos. Das ist der Grund, aber warum er dabei ist. Alles auf Englisch. Also, wenn Deutsch wenn kann er trotzdem. Anschaut, ich kann Deutsch gut. Okay, ich hör ja auf, sonst werde ich hier gesteinigt. Also, nach dem Gesetz des Landes. Werfet sie. Sie was? Ich hab Yahweh gesagt, steinigt mich. Ja, genau. Das fängt ja mal gut an. Leute, das fängt ja wieder geil an. Ach, schön. Auf Deutsch wäre es dann übrigens Jehova, Jehova. Jehova, nee. Jehova ist eine falsche Übersetzung des Namens. Deswegen heißt es ja so. Aber es ist eine falsche Übersetzung vom Original. Ich wollte gerade sagen, es müsste eigentlich Yahweh heißen. Yahweh. Ja, das habe ich doch gesagt, Yahweh. Yahweh, genau. Yahweh ist aber hebräisch, so. Oder? Ja, natürlich ist jetzt auch egal. Ist es hebräisch. Ist natürlich. Jetzt auch egal. So, ich trinke jetzt erstmal was von meiner Apfelschorle. Sicherlich. Das ist eine Apfelschorle. Apfelschorle, ja. Was für eine du hast deinen Holundersaft da. Dosen-Apfelschorle. Ja, ich habe meinen Holundersaft, was trockener Rotwein ist. Also, komm. So. Holundersaft. Hast du irgendwelche Sponsoren, die da ein Problem damit Nein. haben? So. Ich mag eigentlich Holundersaft, das ist ziemlich gutes Zeug. Ich habe noch nie Holundersaft, doch Holundersirup habe ich halt getrunken. Aber Holundersaft das ist ja nicht das gleiche. Aber Holundersaft selber noch gar nicht. Holundersaft selbst so schön heiß gemacht, mit ein bisschen Honig gesüßt oder so, ist auch sehr gut bei Erkältung, Halsschmerzen und so. gutes Thema. Gibt auch voll die Vitamin-C-Bombe, ist nebenbei auch noch sehr gesund, nicht nur lecker. Oh, cool. Was war bei euch in der Woche los? Wer will anfangen? Bei dir war was, bei dir war was los, Dunkelschein, ne? Bei mir war ja gestern erst was los, beziehungsweise vorgestern am Freitag, so, da hat mein Bruder geheiratet. Und war eine schöne, kleine, gemütliche Familienfeier mit nettem Essen. Und was eigentlich fast wichtiger ist, zumindest an dieser Stelle, am Montag habe ich meinen eigenen Internetanschluss hier endlich dann installiert bekommen und ich habe jetzt hier brauchbares Internet, keine Verbindungsgeschichten mehr. 38. Für alle, die unsere Videos gucken, wollte gerade sagen, er hat einen dauerhaften Ping von 38, der verändert sich nie. Das ist total geil. Ja, das ist halt auch der Vorteil von der Kabelverbindung. Doch, jetzt ist er eine Millisekunde runtergegangen. Wow. So, also so eine ganz leichte Schwankung ist dann trotzdem noch drin, aber die ist so ich habe es noch nicht erlebt, dass er jetzt hier so... Genau, ich habe ja noch nicht jetzt erlebt, dass er der mit plötzlich mal so auf mehrere Tausend hochhüpft. Genau. Mal, ich erinnere mich da an eine ganz witzige Runde Command & Conquer. Boah, ja, haben wir die nicht sogar so aufgenommen? War. Ich weiß es nicht mehr. Doch, ich glaube, es wir haben so viel sein, gespielt und so viel aufgenommen oder so viel nicht das aufgenommen. Es müsste die Folge sein, die jetzt die Woche mehr rauskommt, wo wir eigentlich nur Ping-Probleme hatten, die eigentlich ganz witzig war. Genau deswegen. Ich habe keine Ahnung. Werden wir sehen. Guck ich mir an. Sean, war bei dir irgendwas? Nicht viel. Ich habe eigentlich jetzt das letzte Video, das ich gemacht habe, ist es war halt, ich habe jetzt ich bin seit 2011, also ich bin schon länger, ich habe YouTube geschaut länger, aber seit 2011 habe ich einen YouTube-Kanal, wo ich Videos hochlade. Ich war früher. Ja, gratuliere, du bist Kongratuliere toll. Ist auch schön. Genau, ich gebe dir einen Pokal, du bist Meister des YouTubes. Also definitiv nicht, aber kannst du mir bitte einen Pokal geben, auf dem Kongratuliere draufsteht? Ich finde die Aussage super. Ja, natürlich. Das Kritisieren wieder, gell? Das passt. Oh, warte, wir sind im falschen Channel. Zumindest versucht er, die Kritik in ein Kompliment zu packen. Dunkelschein, warte mal kurz, ich muss es mal kurz schieben, wir sind im falschen Channel.
User was moved out of your channel. Was? User was moved out channel of your switched. Channel. Jetzt sind wir richtig. Mann. Also ich muss das jetzt sagen, nimmt das jetzt nicht falsch, also wirklich, okay, aber die deutsche Genauigkeit hat dir wieder zugeschlagen. Echt hart. Voll krass. Ich möchte mich in diese Geschichte bitte nicht da eingeschlossen okay, fühlen. Weißt du was, Dunkelschelm, dich lasse ich aus hier. Also ja, Sky ist weil... auf jeden Fall. Aber Sky ist auf jeden Fall hier. Du hast ja, den ja. Stereotyp gefolgt. Damit auch unsere Zuhörer wissen, was ich gerade gemacht habe. Wir waren eigentlich gerade in unserem, also auf dem TS in der Chill Zone. Wir haben ja extra einen Podcast Channel und ich habe gerade einfach aus Prinzip gesagt, ich schieb uns da jetzt alle runter, obwohl kein anderer auf dem Server ist. Ja, ja. Ja, und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anders auf den Server kommt, auch relativ gering ist. Ja. Guck mal, unser Survey-Query, da war vor kurzem erst irgendwie da irgendjemand da, also komisch. Also du hast mich gefragt, das, was ich gemacht habe. Ja, also, entschuldige. Das letzte Video war einfach, ich habe nach 6 Jahren, jetzt habe ich über 500 Abonnenten, glaube ich, auf Deutsch, richtig, Subscriber. Und, ja, und, ja, ja, also ich weiß, es ist für viele Leute Stil, aber... Ich bin stolz drauf und ich habe mich gefreut, also, ja. Und was war mit dieser Woche los? Nicht viel, ehrlich gesagt. Soll ich ehrlich sein oder soll ich radio-friendly sein? Was wirst sei du, was ehrlich, du kannst doch sagen, dass du dir selber einen runtergeholt hast jeden Tag. Ist mir scheißegal, also sag es sei ehrlich. Das ist ein bisschen zu ehrlich. Too much information. Zumindest wissen wir jetzt, was Skies gemacht hat die ganze Woche. Ja, was du gemacht hast, genau. Sag doch nicht, wenn ich was trinke, du Arsch. Genau. Und ich habe gar nicht viel. Also, wie ich auf meinem Podcast gesagt habe, ich habe Depressionen. Ich weiß, es ist voll lustig. Aber ich habe jetzt nicht zu viel gemacht. Aber ich hatte eine gute Zeit. Ich habe auch viel gezockt auch. Und ich arbeite gerade an meinem Comeback. Ich arbeite gerade an meinem neuesten Beastcast-Episode. Oh, mit schön. Einem Gast, den ich schon vorher hatte. Und aber weißt du, ich habe mir schon lange gedacht, ob ich jetzt einen anderssprachigen Podcast oder Video mache, entweder auf Deutsch oder Ungarisch. Das, also ich denke irgendwann mal soll ich das machen. Ich wollte gerade richtig frech sein und wollte sagen, auf Ungarisch versteht dich doch keiner. Naja, also 15 Millionen Menschen, das sagt anders. Entschuldigung. Das ist wohl wahr, also Leute, wir haben Spaß. Gibt schon so ein paar Ungarn. Ja, das stimmt aber definitiv. Ganz kurz, Hey, ja? soll ich ganz gemein sein? Lass ich ganz gemein sein. In 5 Jahren versteht sich doch keiner in Deutschland. Also. Alter. Du könntest Nein sagen, aber naja. Boah. Ja, ich glaube, es gibt in 5 Jahren schon noch ein paar Leute, die Deutsch sprechen. What? Aber... What did you say? Hey, wenn du mich beleidigst, beleidige ich dich zurück. Aber ja, im guten stimmt. Scherz hier. Im Nein. guten Scherz. Alles ist Klar. gut, alles lustig, Satire. Jetzt habe ich mal Spaß. Ganz kurz die Frage, Dunkelschein. Habt ihr eigentlich bei der Hochzeit irgendwelche Bräuche gehabt, die ihr befolgt habt? Jein, also es wurde, als denn das Brautpaar aus dem Standesamt kam, wurde von ein paar Verwandten wurde Reis geworfen. Glücklicherweise haben sie den vorher aus der Packung genommen, sonst ist das immer so aua. Ansonsten, ja, so paar Blumenkindchen, die dann davor längst liefen. Also keine christliche Hochzeit oder keine katholische oder irgend sowas. Nein, also ich bin hier oben in Schleswig-Holstein sowieso in einem katholisch recht unterbevölkerten Land. Naja, ich lese nicht so wie Bayern, will ich mal sagen. In Bayern ist alles katholisch, sauber. Ich nicht. Ja, okay, du nicht, aber... Du und ich habe dich nie gefragt, Dunkelschein, was hast du eigentlich für eine Religion? Ich bin, also auf dem Papier bin ich evangelisch, cool, christlich halt, aber...
Ja, vom wirklichen Glauben her, ich glaube zwar, dass es irgendwo eine Macht oder irgendwas Größeres gibt, Ich aber... glaube auch an die Macht. Yoda hat mir davon erzählt. Entschuldigung. Ja, Ja. genau, die Macht gibt es selbstverständlich auch. Nein, aber was weiß ich, nennen wir es Natur, nennen wir es Universum, das fliegende Spaghetti-Monster, Pink Panther, was weiß ich wie. Der Pink Name ist doch Panther, letztendlich irrelevant. Das schlechter war auch Gott, gut. ja. Also. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon? So schön, Nein. sehr schön. Aber sonst, ja, Entschuldigung, mein Gott sonst ist He-Man. irgendwelche. Nee, mein Gott ist He-Man, weil er ist der mächtigste Mensch im Universum, Im weißt Universum, Mada. Ja, das stimmt. Im Im Uni, Unimastersum. ja, er ist der mächtigste Mensch an der Uni, weißt du schon, also. Ja. Echt schlimm hier, ich höre auf, also. Aber sonst keine Bräuche, oder? Nee, eigentlich nicht. So, es wurde, dieser schöne Brauch des Polterabends wurde ein bisschen nachgezogen sozusagen. Also Okay. im Endeffekt, anstatt dass mein Bruder denn seine Braut über die Türschwelle trug, haben wir da noch kurz ein paar alte Tassen und Teller zertrümmert, damit denn das Unglück trotzdem noch weggeht. Und die sind dann über die Scherben reingegangen halt Das so. geht Und auch. ja, das geht auch. Und ja, wesentlich wichtiger danach war sowieso dann erstmal Kaffeekuchen und dann Stündchen Wartezeit, dann lecker Abendessen. Und natürlich geselliges Beisammensein mit Familie. Ne? Und ja. Das ist doch schön. War Ja. aber auch anstrengend, weil viele Kleinkinder da waren. Also, Ja, okay. es war nicht gerade leise, sagen wir es so. Ne, ich weiß noch, wie du dann gestern noch zurückkamst. Dann so, boah, ich will meine Ruhe. Bei Ja, mir gab es ja braucht man auch dann auch was das mal. Wochenende. Ich war ja, wäre am Sonntag fast ins Krankenhaus gekommen. Oh Ich mein habe Gott. bin am Sonntag in der Früh aufgewacht, habe Blut gespuckt und war halb am Ersticken. Oh mein Gott, das ist jetzt... Okay jetzt? Ich hab eingehenden Paketverlust, sehe ich gerade. Yep, unseren wunderschönen. Ich bin dann zum Kauf dir mal Arzt. Ping. Kauf dir mal Ping. Du Arsch, halt du bloß die Klappe. Nee, ich habe mir Ping gekauft. Ja, definitiv. Bin dann zum Arzt und die haben dann gesagt, ja, sie haben eine schwergradige Entzündung der unteren Mandeln und es beginnen sich gerade Abszesse zu bilden. Ach so, Jawohl. ja, genau das, ja. Total geil, weißt du? Hätte nicht sein müssen. Ja, mir wurden die Mandeln schon sehr, sehr, sehr früh genommen, also ich Mir hatte ja nie tatsächlich, ich Polypen. habe die immer noch. Ich hatte Polypen so mit 3, 4 und dann wurden sie mir entnommen, also. Der Arzt hat sie behalten, weil er hat nie so große Polypen gesehen in dem Alter, also. Läuft bei dir. Ich Tja. sollte mich Gaming-Polyp nennen, aber genau, Gaming Beast hört sich besser an, also. Das stimmt, ja. Mann. Ich sollte Also mich ich. eigentlich auch dickes norddeutsches Kind nennen, aber Dunkelschelm hört sich besser an. Ja. Ja. Ich sollte mich haarloser Idiot nennen. Skies hört sich auch besser an. Ja, aber trotzdem wissen alle, dass du ein haarloser Idiot bist und hätte ich es gerade nicht gesagt, naja gut, Kind bin ich vielleicht nicht mehr, aber ich bin ein dicker Norddeutscher. Ach so, und schon ist dann der Krankheitserreger läuft. So, ganz gesagt, kommen wir mal zu anderen Das hat Themen. jetzt der haarlose Idiot gesagt. Ähm, Das habe kommen wir ich mal schon zum anderen Thema. Und mitbekommen, zwar, also. mal weg, wird ja auch noch was zu irgendwas kommen. Zelda Breath of the Wild ist rausgekommen. Noch ein Ja, und ich Zelda muss. Game. Was für eine Überraschung. Ja, aber was für ein Zelda Game? Das kannst du betonen, weil heilige Scheiße, geht das Ding ab. Und ganz Also ehrlich, ich hätte weiß ich die nicht. 350 Ocken übrig, wäre das der Grund, warum ich mir die Switch hat für mich kein Interesse. Das Interesse habe ich an diesem Spiel. Das Spiel ist der einzige Grund, warum ich mir überhaupt eine Switch kaufen würde, weil dieses Spiel mich komplett flasht, das von vorn bis hinten. Okay. Sag, ich bin interessiert, wieso. Also was ich halt von Breath of the Wild gesehen habe, vom neuen Zelda ist, Nummer 1, jetzt im Vergleich zu den alten Zeldas, ich bin jetzt gerade dabei nochmal Twilight Princess durchzuzocken auf der GameCube, aber zum wunderbaren Vergleich, hast du immer eine recht lineare Halb-Open-World gehabt, weißt du, was ich meine?
In Breath of the Wild hast du eine komplette Open World. Das heißt, du kannst doch mal ganz schnell irgendwo reinrutschen, wo es natürlich ein bisschen härter wird. So Richtung Gothic-Style, ne? Wobei Nintendo das Ganze nicht Open World, sondern Open Air nennt. Echt? Naja, Nintendo ist da sehr... Ja gut, aber ist ja wurscht, es ist eine Open World-Welt. Ja, klar. Und dann ist dieses Zelda in ganz vielen Punkten komplett anders als die anderen. Nummer eins, du hast nicht nur ein Schwert, sondern deine Waffen zerbrechen und alle Gegner lassen Waffen fallen. Das heißt, du hast wirklich dieses Hin und Her und diese Waffen sind verdammt rar irgendwann, wenn du einen langen, schweren Kampf hast. Wenn du scheiße kämpfst, stehst du zum Schluss ohne Waffe da. Du meinst, du spielst Oblivion oder? Es ist eine Mischung aus ganz vielen Dingen getrimmt. Also Entschuldigung, aber es hört sich nicht sehr originell an. Also. Es ist aber verdammt originell, wenn du es dir einmal anguckst. Warte, ich schick dir mal ganz kurz einen Link. Breath of the Wild. Also ich habe vorhin noch mal kurz reingeguckt, weil vorher hatte ich nicht die Zeit gefunden. Also es sieht schon ziemlich gut aus. Ich bin nur aber auch ein Rollenspiel-Fan. Und das hat einen sehr großen Rollenspielcharakter auch. Das hat schon ziemlich viel von Rollenspiel, denn mittlerweile. Zelda war nie ein Rollenspiel, ja, meiner Meinung nach. Und das ist genau, eins. Aber okay, das hier ist jetzt mittlerweile mehr. Ja, das kann ich akzeptieren. Ich habe dir gerade mal einen Link geschickt. Guck dir das einfach mal an auf 4Players gerade. Ja, okay. Wie gesagt, und es ist. Also für mich, ehrlich gesagt, wenn ich super strikt bin, das einzige Mal, ich werde sagen, dass Zelda ein Rollenspiel ist, wenn ich mir eine Rasse und mir einen Charakter und das kannst alles... du zwar nicht, du hast deinen festen Link, aber was du mit dem anstellst, ist vollkommen deine Sache. Du hast ein Sandbox. Vollkommen deine Sache. Doch, in dem Fall tatsächlich schon. Du hast ein absolutes Sandbox-Item-System. Wenn du wirklich vollkommen deine Sache ist, dann kannst du, was weiß ich, dich mit Ganon zusammentun und dann... Ja, es gibt Welt natürlich noch die normale Story. Das wird Nintendo nie machen. Weil natürlich, Nintendo nicht, Breath of the Wild macht trotzdem richtig viel richtig. Und zwar sehr, sehr viel richtig. Naja, ich habe kein Problem, dass Zelda linear ist, aber... Das ist eben nicht mehr linear. Aber es hört sich nur so an, dass sie jetzt komplett aus Ideen sind und jetzt machen sie, okay, nee. hier ist unser Elder Scrolls Game ungezogen. Nein, so nicht. Bei Elder Scrolls hast du zum Beispiel jetzt einfach nur zum Vergleich in der Open World oftmals Passagen, wo du einfach nur durch die Gegend reitest und nichts passiert, weil einfach nichts da ist. Nee, das ist überhaupt nicht wahr. Also, das war bei mir aber der Fall. Egal, anyway. Welches Elder Scrolls? Irgendwann mal, aber das ist ja gerade das mit Elder Scrolls. Ja, warte mit Skyrim. Mal ganz kurz. Bei Zelda ist diese komplette Open World wirklich komplett gefüllt. Du kommst nirgendwo vorbei, wo nicht doch irgendwas ist. Und das ist total nice. Und es ist eine unglaublich riesengroße Welt. Es ist schon abartig, wie groß die ist. Mhm. Also das ist... Jetzt lassen wir mal den lieben Dunkelschem quatschen, weil der ist da ein bisschen... Ich bin halt vollkommen gehypt von dem Ding. Und er war es nie. Er hat sich halt angeguckt. Das sagst du mal. Okay, also ich habe vorher nie einen Zelda gespielt so und weiß auch von daher nicht wirklich, wie Zelda sonst so von der Spielmechanik oder so her ist. Was ich hier jetzt bei diesem Breath of the Wild in dem Let's Play gesehen habe, also ich habe mir die ersten zwei Folgen und dann noch einmal eine weitere ein bisschen weiter hinten angeguckt, jeweils so eine halbe Stunde lang. Und ja, das war eigentlich so von dem Ding, was ich gesehen hatte, war es eigentlich ein Rollenspiel. So, wenn man mir jetzt hier sagt, so Zelda war eigentlich nie ein Rollenspiel, ja, also das war ein Rollenspiel für mich zumindest, so ein klassisches Japan-RPG von ein bisschen früher, würde ich mal fast sagen, so mit dem Sandbox-System, mit diesem Stein, was dann nachher ein paar Module kriegt mit den verschiedenen Fähigkeiten. Shika-Stein. Mit dem Shika-Stein, genau. Klar hat es ein paar Elemente aus anderen Spielen übernommen mit dem Waffeverschleiß, klar, aus Oblivion, wobei das hier wesentlich schneller der Fall ist, dass die Waffe kaputt geht, also bei einigen Anfängerwaffen, so auch gerade bei Keulen, wenn du da gegen jemanden mit Schmerzen kämpfst, ja, so da ist die Keule recht schnell im Eimer. Das sind dann so zwei Schläge, die man damit ausführt und danach ist die Keule hinüber, dann muss man erstmal die nächste Waffe irgendwie aus dem Inventar plündern. Hat man dann zwar per schnellen Zugriff, aber trotzdem ist es dann erstmal so kurz Aktionen, andere Waffe nehmen, wieder raufhauen. Aber so vom gesamten Ding her, also ich
würde sagen, das ist ein Rollenspiel. So. Ja, und ich finde halt auch ein sehr, sehr gutes. Es ist grafisch schön gemacht, also sehr schön. Die Story kann ich jetzt noch nicht viel zu sagen. Gut, es geht halt wieder um Ganon und Ganondorf. Klar, das ist immer der Fall, weil das immer der Hauptboss ist. Ganondorf ist immer der Hauptboss. Das ist halt nur mal die Story. Ganon will Hyrule haben und fertig. Das ist nun mal meistens die Story. Dieses Mal haben sie es aber um einiges besser inszeniert. Vor allem mit den Titanen, mit den Wächtern, mit dem ganzen anderen Schmarrn, der jetzt mit reingekommen ist. Haben das um einiges besser inszeniert als zum Beispiel wie bei einem Twilight Princess, das ich gerade spiele. Sie haben sich da doch extrem verbessert. Wie gesagt, dazu kann ich nichts sagen. Nur grundsätzlich, also es ist vom Ding her, es ist eine Spielgeschichte auch halt. So, und einem wird auch relativ zu Anfang gesagt, jo, du bist das Licht hier, was die Welt wieder zum Erheben bringt oder so ähnlich. Genau im Kopf jetzt, aber im Endeffekt kriegst du gleich, noch bevor du aus dem ersten Raum wirklich raus in die Welt gehst, kriegst du schon gesagt, hier, du bist der Retter, mach mal wieder was. So, und naja, gut, klar, wenn man in diversen Teilen vorher schon der Retter war und in irgendwie da was gemacht hat, ist es irgendwie schon klar. Aber ist einem ja gleich klar, was Sache ist. Sean, guckst du dir gerade das auf 4Players an? Ich hab's angefangen, aber das Problem ist halt, dass ich dann wieder nicht zuhören kann, genau, und alles. Also ich habe schon ein paar Videos von Breath of the Wild angeschaut. Und ich stelle das gar nicht in Frage, dass es jetzt wirklich ein Rollenspiel ist, okay? Und es ist kein Problem, wenn es kein Rollenspiel ist, weil ich habe Zelda immer gemocht. Ich habe jetzt nur die ersten drei gespielt, also die ersten zwei auf NES hatte ich und ich hatte das dritte auf Super Nintendo. Ich habe nicht mal das berühmte, wie heißt es? Ocarina of Time. Ocarina of Time gespielt. Das muss ich noch machen. Aber das hat jetzt gar nichts damit zu tun. Also, es gab schon ein paar Rollenspielelemente im zweiten, aber das ist jetzt egal, weil das heißt nicht, dass das Spiel jetzt schlecht ist. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass das Spiel schlecht ist. Mein Problem ist nur, dass wenn Leute darüber jetzt sagen, das ist so cool. Also, wenn du jetzt wirklich Zelda magst und du magst jetzt sowas, ein Rollenspiel, ein Action-Rollenspiel in dem Stil vom Elder Scrolls... Ich würde eher Arcade-Survival mit Rollenspiel sagen. So wie das auch 4Players gesagt hat, weil das stimmt. Okay, also mein Ding ist nicht, dass das jetzt das Spiel schlecht ist. Ich habe es nicht gespielt, ich kann es nicht wissen. Ich hab's leider noch nicht gespielt. Ja, ich werde mir aber auch die Switch nicht kaufen, weil ich habe gesehen, wie viel... Probleme, die Leute mit den Switch haben. Ja, vor allem mit den Joy-Cons haben sie Probleme. Ja, aber die haben auch mit dem System Probleme, weil ich habe viele Glitches gesehen, also Probleme einfach, und da sage ich, das ist einfach, wenn ich mir die Switch kaufe, dann warte ich erstmal ein bisschen. Da warte ich erstmal mindestens 1 bis 2 Jahre, bis das sich ein bisschen, sie ein neues Update haben und das einfach mal so gut funktioniert. Ich glaube, dass Nintendo das jetzt einfach viel zu früh auf den Markt gebracht haben. Das wahrscheinlich, die hätten das Ganze, ich glaube, die hätten das Ganze noch ein Jahr Beta testen müssen. Und ich glaube aber auch, dass das nicht an der Konsole lag, dass sie es früher rausgebracht haben, sondern wirklich, weil sie halt ihren Hit Zelda fertig hatten. Und das haben sie auch so gesagt. Zelda ist fertig und Zelda muss raus. Nur für was kommt Zelda raus? Für die Switch. Also muss die Switch mit raus. Ja, aber das war auch deswegen, weil die Wii U sich so scheiße verhalten. Das haben sie aber selbst verbockt. Ja, aber die Wii U war auch so ein System, weil ich weiß nicht, also ich hatte keine Wii U, aber was ich gesehen habe, du hast diesen Bildschirmcontroller und diesen Scheiß, und da sage ich, okay, das ist wieder ein Gimmick, aber das ist das Problem. Seit der Wii ist es immer nur ein neues Gimmick, was das Ding verkauft. Ja, und jetzt haben wir mit der Switch halt was komplett Neues. Ja, natürlich, aber das ist genauso mit der Wii. Mit der Wii war es dieses, wie heißt es, dieses Motion-Control-Scheiße. Ja. Mit der Wii U war es, dass du einen Bildschirm hast. Jetzt mit dem Switch ist es, dass du technisch gesehen das Spiel auch
on the go spielen. Ja gut, aber die Switch kannst. Ist ja keine Heimkonsole, sondern ein Handheld mit, ich sag mal, Heimfähigkeit. Weißt du, was ich meine? Ja, aber die nein, Switch das ist ja keine nein. Ist die eher ein Handheld. Ja, okay, aber die verkaufen es als eine, als ihr Major Heimkonsolen-Ding. Das ja, ihr davon haben sie sich Ding. Aber inzwischen verabschiedet. Ja, okay, aber sie haben gesagt, dass sie wollen jetzt, weil sie wollen jetzt das als ihr Heimkonsolen und ihr Handheld machen. Beides. Das ja. ist die Idee. Jetzt aber das Problem ist, es sind funktioniert sie ja selber nicht auch drauf gekommen. Ja, sie sind ja selber drauf gekommen. Es ist an sich ein Handheld mit Heimfähigkeit. Weißt du, was ich meine? Ja, aber also und als ich das läuft es. Jetzt, ich sag jetzt, also ich bin mit Nintendo aufgewachsen, okay? Ich hatte auch. Ein NES, ich hatte ein Super NES, ich hatte keinen Game Boy, aber ich habe gespielt. Aber irgendwann mal war ich auch so, nach dem Super Nintendo bin ich halt auf den PC umgestiegen. Ich nicht. Aber, ja, ich schon. Und aber die Sache ist die, dass ich fand eigentlich Nintendo immer interessant in vieler Hinsicht, aber ich fand es auch, die haben sich eigentlich nie wirklich so geändert. Die haben immer dieselben Franchises gemacht. Die haben seit einer langen Zeit haben sie nie was Neues versucht. Und jetzt, was sie alles machen, ist, okay, hier ist ein neues Ding mit einem neuen Gimmick. Mhm. Und aber es ist wieder Zelda, es ist wieder Mario, es ist wieder Metroid, es ja, ist wieder Star Fox. Ja, aber das ist Zelda halt wirklich anders, als Zelda davor war. Ja, aber okay, und jetzt, da muss ich aber auch noch dabei jetzt sagen. Jetzt ist es Skyrim Zelda, weil die haben angekündigt. Nein, eben nicht. Aber die haben angekündigt, dass sie jetzt Skyrim auf dem Spiel spielen. Ein Spiel aus was? 2008? Ist ein bisschen. Entschuldigung, also. Einfach nur, dass man es portiert, aber Zelda ist aber auch nicht Skyrim. Das, die beiden kannst du trotz alledem nicht vergleichen. Ich sag nicht, dass ich vergleiche. Dunkelschein, du wolltest was sagen. Gerade zu dem, ja, es ist wieder ein neues Zelda oder wieder ein neues Mario. Ja, aber letztendlich die Fans so, von Zelda jetzt gerade so, ich kenne jetzt nicht so viele Fans von Mario, aber bestimmt auch genügend von, die wollen es. So, ich und das ist auch halt Mensch, auch. Der neues Zelda will. Weil aber ich wann, Zelda hat, wann hat Nintendo was wirklich Neues gemacht, jetzt. Das wirklich cool war? Jetzt. Was war das Neue, wirklich? Was ist das Neue? The Legend of Zelda ist einfach, das Neue The Legend of Zelda, Breath of the Wild, ist kein standardmäßiges Zelda mehr. Das es, gibt Legend, es, ja, es, gibt, ne. Es gibt Legend of Zelda seit 1986, okay? Ja. Also das ist schon ein altes Franchise, ein sehr ja, altes Franchise. Ja, okay, genauso könnte man sich jetzt aber über Final Fantasy Final denn, Fantasy hat dasselbe Problem und Final Fantasy hat noch viele andere Probleme. Ich habe ein größeres Problem mit Squaresoft. Also, wenn wir mal ganz ehrlich sind, hat Final Fantasy aber angefangen, Fehler zu machen und hat sie nicht wieder behoben. Was The Legend of Zelda Breath of the Wild gemacht hat, ist klar, Zelda ist auch ein bisschen abgedampft in letzter Zeit, weil sie nur noch Kacke geworden sind. Ich sag dann, nicht, die sollen jetzt keine Zelda-Spiele machen, nee, jetzt, aber lass mich doch ausreden. Ja, okay, okay. Und was sie jetzt halt gemacht haben, ist, sie haben The Legend of Zelda ein komplett neues Gesicht gegeben. Weil normalerweise hast du, ich sag einfach mal wieder bezogen auf Twilight Princess, weil es bei mir gerade wieder aktuell ist, du läufst normalerweise bei Zelda von einer Mission zur nächsten, von einem Dungeon zum nächsten. Einfach eine richtig strikte Storyline. Du hast eigentlich da kaum Möglichkeiten, irgendwo auszuweichen, weil einfach die Story, die das so vorgibt, fertig. The Legend of Zelda Breath of the Wild gibt dir zwar eine Story vor, die Art und Weise, wie du da hinkommst und wann du da hinkommst und wie du das machst und wann du das machst. Und du hast keine strikte Storyline mehr. Sagen wir es so. Du hast auch keinen strikten Weg mehr, weil die Welt ist komplett offen. Es gibt nicht also im Endeffekt, kannst du direkt zum Endgegner laufen und den umhauen, wenn du es schaffen würdest, weil du schwach eigentlich, aber also das wäre dann schon wieder, zumindest von der Erzählung her, jetzt komplett neues Gesicht. Also, ja, aber das hat jetzt, im Endeffekt ist es aber nichts Neues, Skies. Also es sind, ja, klar, aber es ist Zelda das Spiel für Zelda ist es was Neues, aber was Sean jetzt meinte, es ist nichts Neues an und für sich. Richtig, aber. Und das ist weder dieses Switch-Gedingse, dass man dieses Handheld in die Konsole stecken kann, das hatten sie damals, ich glaube, beim Gameboy schon irgendwie einen Adapter für irgendeine von den Home-Konsolen, das konnte man irgendwie miteinander verbinden und dann zu Hause die Gameboy-Spiele weiterspielen oder irgendwie sowas. NES? Keine Ahnung, so, aber
Da hatten sie schon immer die Möglichkeiten, das so im Endeffekt... Meinst du den Super Game Boy? Ja, genau. Ja, oder den, ich weiß es nicht. Ich bin nie so ein wirklicher Nintendo-Fan gewesen. Ich hatte die PlayStation-Reihe aber eigentlich ganz durch ehrlich, bis zur PlayStation 3. Sachen schlecht neu machen als besser kopieren. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Das machen ganz, okay, ganz viele, okay, Spiele. Darf dass sie Sachen jetzt kopieren. Und wenn Legend of Zelda hat auch kopiert. Ja, du darfst, gib mir eine Sekunde. Legend of Zelda hat auch kopiert, aber in meinen Augen hat das viele Teile besser gemacht, die andere Spiele eben nicht gut gemacht haben. Was wolltest du sagen, Sean? Mein Problem ist nicht, was Legend of Zelda... Also ich habe das Spiel gar nicht gespielt. Vielleicht wird das mein neues Lieblingsspiel. Aber das Problem, also ist kein Problem. Also Schelm, Dunkelschelm hat auch gesagt, dass genau das, was ich gedacht habe. Es ist etwas, das tausend andere Spiele mindestens schon gemacht haben, okay? Also Open World Rollenspiel ja, wurde klar, schon mehrmals ganz viele gemacht. Ich habe jetzt nur Elder Scrolls gesagt, du hast auch Gothic gesagt, das deutsche Beispiel. Und es gibt viele andere, die das gemacht haben. Wir reden auch gar nicht, also ich bin nicht mal ein MMO-Fan, aber MMOs, wenn sie, vergesse mal MMOs. Aber was ich sage damit ist, dass solange ich bei Zelda wirklich nicht zum Beispiel wirklich mein Charakter, sagen wir mal, spiele nur Link, okay? Ich habe nur die Möglichkeit, die Hauptquest zu machen, den großen Helden, den guten Helden zu spielen. Dann, okay, jetzt habe ich eine große Welt, aber irgendwann mal mache ich die Hauptquest. Ist derselbe Scheiß, nur mit halt, ich kann jetzt, gehe jetzt in einer großen Welt herum und irgendwann mal muss ich die Hauptmission machen. Es ist immer noch dasselbe Zeug, außer wenn ich jetzt zum Beispiel die Möglichkeit habe, zum Beispiel, ich mich gerne an oder ich spiele als Zelda und ich schließe mich einer anderen Fraktion an, dann haben wir etwas, aber das würde Nintendo nie machen, weil sie wollen Link immer diesen generischen Helden haben das lassen, der Final immer Fantasy nur das auch. Ich habe nie gesagt, dass Final Fantasy es nie macht. Wann habe ich gesagt, dass Final Fantasy nee, das aber nicht du sagst, bis dahin ist Legend of Zelda kein Rollenspiel. Ich habe nie gesagt, das ist mir scheißegal. Ja, okay, jetzt ist ein Rollenspiel. Das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist nur, du sagst, es ist Open World und du kannst machen, was du willst. Wenn du wirklich machen kannst, was du willst, dann solltest du auch dann, wie ich gesagt habe, die Freiheit haben, dich gerne anzuschließen oder die Quest gar nicht zu machen und einfach deinen eigenen Scheiß zu machen. Gut, oder dein Charakter, deinen Namen und deine Rasse und deine Klasse und deine Rasse zu bestimmen. Zum Beispiel, wieso kann ich nicht eine von den Schweinetypen sein, die immer die Speere werfen? Wieso nicht? Einer von den Moblins. Wieso nicht? Ja, den Moblins. Wieso nicht? Boglins heißen sie. Ja, das Boglins, Legend of Boglin. Wieso haben wir das nicht? Weißt du? Oder ich bin einer, der... Wieso? In Skyrim ist scheißegal. Oder in Skyrim ist nicht mal mein Lieblings. In Morrowind. Ich bin immer noch der Nerevar. Ich habe einen Imperialen gespielt und ich war immer noch der Nerevar. Das war der Dunkelelf Jesus sozusagen. Ja, aber das stimmt schon, aber selbst in Gothic, wenn du Morrowind gut fandest, aber trotzdem hast du auch bei Morrowind nachher deine Hauptquest, die du halt durchzockst und wieder zum gleichen Ziel kommst, egal welche. Ich habe nie gesagt, dass Morrowind perfekt ist und die müssen es immer noch machen. Aber wenigstens kann ich immer noch einige Quests machen oder so, die anders sind, weil es ist halt immer noch ein Problem. Aber es gibt mehr Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel mich verschiedene Gilden und verschiedene Kasten. Ich kann ein Meuchelmörder, der Meuchelmörder-Clan, den was Balok, Noah oder irgendwas. Ich verstehe, was du meinst. Wir dürfen natürlich nicht vernachlässigen, dass The Legend of Zelda natürlich ein Franchise ist, das auch genau auf dieser Story basiert. Wenn sie da das wieder komplett ändern würden, wäre es auch kein Legend of Zelda mehr. Ja, aber das Problem ist, Guys, also hör mir mal zu, Legend of Zelda, die haben die Geschichte nicht geändert, wirklich seit dem ersten Spiel. Du mit bist Absicht. Link? Ja, mit Absicht, aber es ist halt einfach, es ist Nintendo, das ist die heilige Kuh, die wir nicht angreifen können. Nein, das ist Mario. Scheiße gemacht. Mario genauso, aber Mario wenigstens versucht nicht etwas so Grandioses zu machen, es ist nur ein Plattformer, wirklich. Also ein guter Plattformer meistens, aber es ist nur,
Es hat auch nicht viel Lore zu Mario. Mario ist einfach nur irgend so ein Typ, der angeblich ein italienischer Klempner ist. Aus Scheißhausreparateur. Aber irgendwie, wenn sie das, als sie das in den 90er Jahren als einen Film gemacht haben, der wirklich scheiße war, aber trotzdem. Ja, das war er. Aber die haben eine Grundgeschichte gemacht. Das hat niemand interessiert, weil sie wollten einfach nur Mario und aber jetzt ist einfach, die hat einfach keine richtige Hintergrundgeschichte, weil es wurscht ist, weil das Spiel jetzt selbst einfach gut ist. Und das Problem ist einfach mit Zelda, ist, dass der Charakter für Link hat keinen Charakter. Doch, das hat er jetzt eben. Was ist sein Charakter in den neuen? Was ist sein Charakter? Du kannst theoretisch auch da einen Arschloch spielen, der einfach alle abwimmelt. Du wählst wieder den Charakter. Er hatte nie einen eigenen Charakter im Spiel. Er hat nicht mal geredet. Er hatte nicht das mal. Das tut er jetzt, glaube ich. Ne, reden tut er ja, nicht. Irgendwie eine Sprachausgabe ist aber dabei. Richtig, eine Sprachausgabe ist das allererste Mal dabei. Wirklich? Oh, ja. Eine Sprachausgabe ist dabei, ja. Also eine große Regel, die sie gebrochen haben. Genauso ja, die haben mit sehr vielen Traditionen aus Zelda gebrochen wohl. Also das wurde mir zumindest in dem LP gesagt. Wie gesagt, ich habe nie gesagt, dass ich nicht interessiert bin. Weißt du, ich mag Sean, du musst nicht laut werden. Wir hören dich auch so. Ich wollte gerade sagen, und grundsätzlich ist es ja auch immer jedermanns Geschmackssache, aber ich kann deine Ansicht verstehen. Ja, es ist nichts Neues und ja, auch Link ist der gleiche Charakter, wie er immer war. So, stumpf, steif. So, du bist der Held, mach das. Punkt. So, es ist eine klassische Geschichte. Es ist auch nicht genau. Schlimm. Aber ich fühle mich nur ein bisschen hier angegriffen, weil ich die heilige Kuh von Nintendo angreife. Nintendo hat so viel Bullshit gebaut in den letzten paar Jahren. Sehr viel. Ja. Wie gesagt, ich bin mit Nintendo aufgewachsen. Ich hatte eine Super Nintendo, ich habe eine N64 gehabt. Ich hatte, glaube ich, 4 verschiedene Gameboys. Ich hatte die Wii. Die Wii U habe ich mir dann nicht mehr geholt, weil es mir so blöd wurde. Und zwar genau aus dem Grund, weil Nintendo angefangen hat, richtig viel Scheiße zu bauen. Und sie haben bei der Scheiße mit der Switch am Anfang sogar weitergemacht, die Switch viel zu überteuert war und einfach komplett alleine kam ohne Spiel. Das heißt, wenn du alles haben wolltest, hast du mal knapp fast 400 Euro auf den Tisch gelegt. Aber, ja? Aber die Wii, also das neue, die Switch funktioniert auch nicht. Ich habe viele Videos gesehen, wo Leute massive Softwareprobleme und auch ja, das sind die ja dabei. Haben. Das haben sie gesagt. Ich sag auch nicht, dass sie mit der Switch alles gut gemacht haben. Die Switch-Verpackung, die zu Hause steht, ist Plastik. Kacke. Auch okay. Mir geht es tatsächlich nur um das Spiel. Nicht um die Switch gerade selber. Okay. Ja, man kann es sich ja auch noch für die Wii U holen. Ich will jetzt nicht antagonistisch rüberkommen. Aber ich bin auch offen. Wenn ich eine Switch hätte, ist sie schon interessant aus. Ich bin offen dafür, weißt du? Aber dass Leute dann wieder darüber sagen, ach, das ist jetzt so toll und neu und ich sage... Also, ich kann nur meine Meinung sagen, ich finde okay, super. Wenn das Spiel jetzt, was weiß ich, The Legend of Ghibli Goop heißen würde, würde es keinen Arsch interessieren. Das könnte ich dir garantieren. Weil die sagen, die würden das sagen, es ist einfach, weil es eine große IP ist und weil es gibt, ich kenne mindestens 50 Spiele, die dasselbe Konzept haben, und du hast noch mehr Möglichkeiten, deinen Charakter zu entwickeln, aber die Leute interessiert es nicht, weil es keine große IP ist. Das ist, was ich sage. Okay, aber heißt das, dass ich jetzt nicht interessiert bin im Spiel? Nein, bin interessiert. Klar, weil Nintendo meistens sehr gute Spiele gemacht haben. Ich habe es schon seit dem NES gespielt, weißt du? Also ich bin, und ich will jetzt nicht damit sagen, dass ich nicht interessiert bin, aber Nintendo ist, die sind nicht, die entwickeln sich nicht weiter, die stecken noch in den 90ern, in den 80ern, weißt du? Mit ihrer Philosophie. Ich denke, die sind dabei, so ein bisschen da rauszubrechen. So, sie haben ja zumindest schon mal angefangen, ihre strikten Regeln sozusagen dann irgendwie grob zu brechen. Dass die Konsole jetzt zu früh raus ist, weil das Spiel fertig ist etc., ja, das ist ein typisches Problem und sie haben sich auch selbst sehr unter Druck gesetzt mit dem Ganzen. Und es hat halt nicht funktioniert, das bis dahin auf die Reihe zu kriegen. Dass sie es denn trotzdem rausgebracht haben, ist natürlich dann wieder so ein Ding, wenn man es bis dahin angekündigt hat. Und auch das Zelda wurde jetzt ja auch schon mehrfach verschoben, scheinbar irgendwie vom Ankündigungstermin her.
Ja, und irgendwann fühlt sich die Fangemeinde halt auch noch verarschter als eh schon durch die durch den Mox, den Nintendo da die letzten Jahre verzapft hat. Ja, ja. So, und dementsprechend mussten sie natürlich auch handeln, damit sie nicht noch die letzten Leute da irgendwie wirklich so mit dem Zelda-Balken vor den Kopf klotschen. So, also ich kann deren Seite da auch schon irgendwie nachvollziehen. So, dass es jetzt natürlich nicht so perfekt gelaufen ist, das ist klar. Ich will mich jetzt entschuldigen, wenn ich jetzt ein bisschen, wie gesagt, antagonistisch rübergekommen bin. Ich bin ein Fan von Nintendo, aber ich weiß, was ich mich erinnern kann, als ich das NES hatte, da waren Siegel von Nintendo auf dem Spiel drauf. Du konntest dich drauf verlassen. Ja. Wenn das Spiel von Nintendo entwickelt wurde und es ein erstes Lizenz, dann konntest du dich nicht nicht jedes Spiel, aber die meisten Spiele, die Nintendo selbst gemacht hat, konntest du dich auf die verlassen. Und das Spiel hat funktioniert. Klar, die Spiele waren da viel einfacher zu entwickeln, die waren noch keine 3D-Spiele und so weiter und so fort, aber die Philosophie hat gestimmt. Der Fakt ist, dass ich habe gesehen, wie viele von diesen Switch, und ich rede jetzt eher vom Switch, ich rede jetzt nicht von einem neuen Zelda-Spiel, weil wisst ihr was? Hey, ihr habt wahrscheinlich recht. Das Spiel sieht schon interessant aus und ich wollte jetzt nicht hier super wie ein Arschloch rüberkommen, okay? Um es auf gut Deutsch zu sagen. Aber ich wollte dich auch in keinster Weise angegriffen haben. Nee. Also, weil du ja sagtest, du fühlst dich irgendwie angegriffen. Ich bin ein ehrlicher Mensch und ich sag's, wie es ist. Und, ja, klar. Ich hatte halt nur das gesagt, was ich vorhin gesehen habe und wie es mir gefallen hat. So. Nee. Das Spiel hört sich schon interessant an und es ist auf jeden Fall ein großer Schritt und es hört sich wirklich an wie ein Rollenspiel. Also, wenn du auch deine Statistiken hast und alles und dann würde ich sagen, dass das fällt in der Definition. Und, ja, also es hört sich auf jeden Fall interessant an. Also, aber ich werde noch keine, also wenn ich das Geld dafür habe und wenn ich mir eine Switch gönnen will. Wenn du echt dir eine Switch kaufen solltest und Legend of Zelda, ganz im Ernst, Alter, dann fahre ich zu dir und gehe 5 Wochen nicht mehr aus deiner Wohnung raus, bis ich das Spiel selber durchgespielt habe. Das ist jetzt ein klarer Grund für Sean, sich die Switch nicht zu kaufen. Genau. Ist kein Problem, solange du mithilfst mit der Rente. Rente. Wenn du den Alter sagst. Der Miete, wollte ich sagen. Mit der Rente? Naja, ja, nee, ist klar. Ich bin ja schon ein bisschen älter als hier. Ja, aber so halt auch nicht. Wie alt bist denn du? Ja, 35 bin ich glatt geworden. Ja, und ich werde demnächst so irgendwie dann ja doch 39. Du Jungspund. Ja, da bist du ja wie mein Bruder hier, also, aber hörst dich so, viel jünger. Aber Leute, jetzt mal ganz kurz, wie gesagt, das ist halt der Punkt. Für mich ist Zelda Breath of the Wild ein unglaublicher Meilenstein. Ich find's unglaublich geil, muss ich einfach sagen. Kann man ja auch sagen. Für mich ist es total ein geiles Spiel und ich brenne darauf, es mal selber spielen zu können. Klar, wenn du ein bisschen kritischer hinguckst, ist es vollkommen in Ordnung. Ich habe am Anfang auch geguckt und habe mir gedacht, das kann nicht sein. Und jetzt bin ich halt davon komplett gehypt. Mein Gott, shit happens. Wenn du kritischer hinguckst, vollkommen kein Problem damit. Deswegen bin ich ja froh, andere Meinungen auch vor allem im Rockcast, im Zockcast zu haben. Wir brauchen noch einen Musikpodcast, Dunkelschein. Ja, nur damit du den Namen irgendwo los wirst. Ja. Ne? Ja, ja. Wie gesagt, ist vollkommen in Ordnung. Und finde ich auch gut tatsächlich. Was ich übrigens auch geil finde, ist, dass das Spiel eine Spieldauer hat von 50 Stunden plus. Und das ist schon ziemlich gewaltig. Ja, also das ist schon nett. Ja, okay, aber für ein Rollenspiel ist es nicht sehr viel. Besonders. Ja, also, sagen wir mal so, die normale Spielzeit bei dem Spiel momentan beträgt 80 Stunden. Hab okay, ein kurzes Rollenspiel ist, also das. Kürzesten Rollen, okay, 50 Stunden, okay, für ein Zelda-Spiel würde ich schon sagen, ist unglaublich. Lang. Ja, okay. Für ein Rollenspiel für heutzutage nicht besonders viel, ehrlich gesagt. Also, ja, sie haben 80 Stunden im Standard. Aber es ist nicht mal, das ist kein Problem für mich, also solange das Spiel interessant ist, weil du kannst ein Spiel haben, das 300 Stunden ist, aber ernst langweilig, dass du nie zu Ende spielen wirst. Ja, klar. Also... Ja, aber Rollenspiele, die sind einfach
länger. Also das Spielzeit ist länger. Naja, wobei ich sagen muss, ich habe jetzt gerade The Dwarfs hatte ich gespielt. Weiß nicht, ob du das irgendwie mitgekriegt hast. Das kenne ich auf Steam. Ist das so ein genau. Strategiespiel? Also ein bisschen wie Dwarf Fortress, oder? Nein. Also es ist eigentlich ist es auch so ein Strategie-Rollenspiel letztendlich. Aber da war ich, glaube ich, nach knappe 30 Stunden war ich schon durch. Also oder nicht mal. So und das fand ich schon sehr kurz, denn. Aber nichtsdestotrotz, es gibt auch kürzere Rollenspiele. Also ich habe einige, wo am Spielen bin. Auch so, wenn ich Gothic dann irgendwie die Story, wenn man das jetzt schon ein bisschen kennt. Ich muss ehrlich sagen, weil Gothic ist ja eines der großen deutschen Rollenspiele. Ich habe das noch ich habe es sogar auf Steam. Ich habe es leider noch nicht ich will es aber spielen. Und ich bin auch nicht so ein Grafik-Snob. Also ich werde es auf jeden Fall anzocken. Und mal schauen, wie das ist. Und wo wir jetzt gerade bei Zelda sind. Ich habe jetzt tatsächlich, hat Metascore eine Auflistung aller Zelda-Spiele gemacht, von deren Ranking her. Das ist gerade echt interessant. Wollen wir mal anfangen? Das finde ich gerade echt interessant. Ja, es gab los. 18 Zelda-Spiele. Doch schon so ausgelutscht. Na gut, Entschuldigung. 18 ist schon krass. Also das ist schon krass, gut ausgelutscht, ja. Obwohl, alles in allem kommt Final Fantasy wahrscheinlich auch so wobei auf die Teile, ja. Ne? Ja, besonders, weil die haben ja eine Main-Serie und dann haben sie Spin-Offs. Also ja, so richtig. So übrigens, das schlechteste Zelda war The Legend of Zelda Triforce Heroes für den 3DS mit einem Metascore von 73. Platz 17 ist mit einem Metascore von 78 Zelda 2 The Adventures of Link auf der NES. Was hast du gespielt? Fick den Scheiß. Das ist nur die Metascore, es geht hier nicht um den Nutzerscore, nur Testerscore. Aber Entschuldigung, also das ist einfach, weil das Spiel sehr schwierig ist. Ich hab's nicht mal durchgespielt. In Ordnung, schwierig darf es ja sein. Okay, Dark Souls hat ja auch eine. Schelm ist 39, er weiß, was von ich rede. Oder warst du eher so ein Genesis-Typ dann, oder? Master System, Genesis oder Commodore 64? Commodore 64. Ja, genau, ich damals genau, schon. Genau, cool, ja. Und du weißt, wie schwierig die Spiele waren, weil ich das wusste ich jetzt nicht, weil von der Stimme hört man das nicht so. Also, ja. Sean, es geht hier nicht um den Schwierigkeitsgrad, es geht einfach darum, dass die Spiele damals ja schon getestet wurden. Und 79 ist übrigens immer noch um Welten besser, was die meisten Spiele heutzutage kriegen. Nur, dass du mal das ganz kurz das weißt. Ja, aber es werden auch viel mehr Spiele produziert. Trotzdem also ist 74 verdammt gut. Das stimmt. Nur kurz, wie ich hörte, soll hier dieses Breath of the Wild übrigens wieder so an den Schwierigkeitsgrad von Legend of Zelda 2 ranreichen. Oh, interessant, okay. Platz 3 das schlechteste, also ich fange, der dritte von unten ist Legend of Zelda, das allererste, mit einem Metascore von 84 und das ist schon echt hoch. Wie meinst du, also der dritte ist auf dritte dem von unten. Von den 100, dritte von den 18 von Spielen. Unten? Platz echt jetzt, 16. Oder? Ja, warte, die kommen aber alle ganz nah. Manche. Also Entschuldigung, aber da werde ich. Es geht um den Testscore. Ist mir scheiße. Metascore ist sowieso ein großer Scheiß. Also, finde ich nicht. Also Entschuldigung, es ist jetzt wieder ein paar Typen, die dann. Es ist wahrscheinlich ein paar Typen, die jünger sind und die sagen. Stopp mal, Metascore vergleicht die Testergebnisse von allen gängigen Spiele-Nachrichten und Spiele-Onlines. Von allen gängigen Tests und Reviews. Die vergleichen nämlich alle Seiten zusammen und haben einfach nur den Durchschnitt der Seiten. Mehr haben sie nicht. Mehr macht Metascore nicht. Das ist ein Durchschnittssammler. Also wenn du kannst mir sagen, wenn ich was sagen kann mit deinem Segen und dann wird es klappen, okay. Ja, ich lese hier nur die Liste vor. Muss ja auch nicht sein, dass ich damit abstimme, aber ich habe die ersten beiden halt nicht gespielt. Und Metascore 84 ist eine glatte 1. Also, was da kann man auch nicht dran meckern. Das ist ein verdammt geiles Spiel. Sagen ja auch die. Der nächste ist Legend of Zelda Four Swords Adventures mit 86, aber Gamecube habe ich nie gespielt. Den gibt's für die Gamecube? Wait. Ich bin Gamecube-Sammler und ich habe das nicht? Warte mal.
Das muss ich jetzt kurz nachschauen. Zelda, ja, das kannst du später tun. Mach erstmal diese nervige Liste da durch, damit wir weiterkommen hier. Das nächste wäre Spirit Tracks auf dem DS gewesen, mit 87 Metascore. Dann haben wir The Legend of Zelda, The Minish Cap auf dem Game Boy Advance, 89. Legend of Zelda Link's Awakening auf dem Game Boy hat 90. Das habe ich gespielt sogar. Ich habe das aber immer abgebrochen, weil ich zu schlecht dafür war. Ja, das ist Realismus pur. Ja, danke. Auch mit einem Metascore 90 auf dem DS, The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Danach kommt The Legend of Zelda A Link Between Worlds für den 3DS. 91. The Legend of Zelda Oracle of Seasons, Oracle of Ages hat dann für den Game Boy Color, das habe ich auch gespielt, war ich auch zu scheiße für, 92. Mir waren die Rätsel zu schwer in diesem Game Boy Teil. Ich muss das nicht gestehen, die Rätsel in den Game Boy Spielen waren mir immer zu schwer. Wie alt war ich? 14 Jahre? 13, 14 Jahre? Mir waren die immer zu schwer. Nee, ich war nicht mal so alt tatsächlich. Das ist 2001 rausgekommen, 2002 hatte ich es in der Hand. Das heißt, ich war 9 Jahre alt. Das war mir einfach zu schwer. Mit 9 ist es, glaube ich, okay. Der nächste Titel ist The Legend of Zelda Link to the Past auf der SNES mit 93. Der ist jetzt auf Platz 7 von allen bis jetzt. Also von oben jetzt wieder gerechnet. Mhm. Platz 7, also... Danach kommt The Legend of Zelda Skyward Sword auf der Wii. Mit 93. Ja, der hat auch 93. 93 ist total geil. Also von 100 Punkten 93 ist geil. Zelda Four Swords und The Link to the Past als Kombi hat 95. The Legend of Zelda Majora's Mask hat 95. Boah, ich habe das geliebt, das habe ich so oft durchgespielt. Oh, da warst du nicht zu scheiße für? Nein. Und für das nächste auch nicht. Das nächste ist also war es recht einfach. Ja, go fuck yourself eben nicht. Da war ich aber schon älter dann, weil das habe ich von meinem Bruder dann erst bekommen. The Legend of Zelda Twilight Princess hat einen Metascore von 95. Zelda, Legend of Zelda Wind Waker 96. Das gibt's auch für die GameCube. Jetzt kommt The Legend of Zelda Breath of the Wild auf Platz 2. Nur mit 98. Und auf Platz 1 The Legend of Zelda Ocarina of Time mit 99. Große Überraschung! Überhaupt das Game! Wow! Entschuldigung, aber ich... Es ist wieder... Typisch. Also ich habe das Spiel jetzt nicht gespielt und es ist bestimmt toll, wirklich. Also, und ich werde wahrscheinlich meine Worte schlucken, aber der Fakt, dass zum Beispiel das erste Zelda so low ist, das ist überhaupt eine blöde Liste, weil man kann die Spiele nicht vergleichen, weil der technologische Standard so anders ist. Darum geht's auch gar nicht. Die Spiele wurden damals getestet. Was hat diese Liste dann für einen Sinn dann? Also, das Zelda 1 war für seine Zeit absolut mega geil. Genauso wie Ocarina of Time war für seine Zeit absolut geil. Aber hey, kannst du es jetzt... Up. Es hat einen ganz anderen Standard. Also, Entschuldigung, aber... Ja, es kommt ja bei dem Metascore kommt ja nicht auf den Standard an, weil die Standards damals waren aber ja... Aber deswegen mag ich das Metascore nicht, weil du kannst ein Spiel, du musst ein Spiel so... in meiner Meinung so reviewen oder wie das heißt, also analysieren von der Zeit. Also ich kann mir jetzt Pac-Man nicht vergleichen mit Quake oder Medal of Honor oder irgend so ein Scheiß. Das macht gar keinen Sinn. Das Spiel wird für sich genommen. Mein Gott, dann ist das eine Spiel halt schlechter bewertet, aber Zelda Ocarina of Time, und das habe ich jetzt, glaube ich, schon 6, 7, 8, 9, 10 Mal durchgespielt und aus einem einzigen Grund so oft wie kein anderes Spiel, weil es einfach unglaublich geil ist. Die Mechanik mit der Ocarina ist total geil, dass du am Anfang dich scheiße abhetzen musst, um nicht das Spiel nicht schon am Anfang zu verlieren, ist eine unglaublich coole Sache. Und danach eben mit der Möglichkeit der Ocarina of Time, die Zeit anzuhalten, zurückzudrehen und so weiter und so fort. Macht eine unglaublich geile Spielgefühl. Ich kann tatsächlich die 99er Metascore komplett verstehen und steht auch vollkommen dahinter, von meiner Seite aus. Wie gesagt, ich hab's gespielt. Cool. Du musst die Sachen halt spielen, um das auch selber bewerten zu können. Okay, ich habe jetzt nicht diese, ich habe nur drei Zelda-Spiele in meinem Leben gespielt und das war Zelda, also 1,
und also Legend of Link und die das Super Nintendo. Es muss ja einen Grund geben, warum ein Spiel so gehypt ist, wenn es nicht gut war. Ich sage nicht, dass das Spiel schlecht ist. Ich sage nicht, dass, und vielleicht ist es das beste Zelda-Spiel. Aber meiner Meinung nach ja. Okay, toll. Aber verstehst du nicht, was ich sage hier? Doch. Du musst ein Spiel... Okay, weißt du was? Du musst gar nichts. Entschuldigung für meine Sprache hier. Aber ich finde es einfach ungerecht, wenn du ein Spiel vergleichst, ein Spiel, das dann 20 Jahre vorher gemacht ist und dann, was weiß ich, die Punkte sind Technologie. Die Punkte sind zu dem Zeitpunkt vergeben worden, als das Spiel aktuell rauskam. Okay, aber wir wissen... In diesem Metascore sind die Tests von damals, wo das Spiel aktuell... Darf ich das, dir das kurz weiter erläutern, bitte? Ja, ja, klar. Die Tests sind ja gemacht worden, als die Spiele rauskamen. Da sind ja die ganzen Tests gemacht worden. Und da sind aus den gesamten Gaming-Zeitschriften und Online-Tests, die namhaften sind, daraus wird nachher der Metascore aus. Im Durchschnitt dieses Wertes ist das ist nachher der Metascore. Okay, so, okay. Es wird ja zu dem Zeitpunkt gemacht, wo das Spiel aktuell ist. So, von daher fallen diese Zeitvergleiche, die du jetzt ansprichst, du vergleichst kein Spiel von heute mit einem Spiel von vor 20 Jahren, sondern du vergleichst den Wert, den ein Spiel heute in der Wertung gekriegt hat, mit einem Wert, der vor 20 Jahren entstanden ist. Okay, also dieser Metascore von 99 ist schon damals in den damaligen Tests entstanden, nicht erst heute. Okay, das ist alles klar und das absolut verstehe ich, aber... Also, dann hatte ich deinen Einwand falsch verstanden, entschuldige. Nee. Ich habe das richtig gesagt, weil auch ich habe ein Problem mit vielen Magazinen, also den Scores oder wie man das auf Deutsch sagt, die Bewertung. Bewertungen, danke schön. Mhm. Weil ich will immer Review sagen, also Bewertungen. Weil viele waren sehr subjekt, also besonders mit frühen Computer- und Videospielen. Waren sie sehr unterschiedlich und es kommt auf das Magazin an und die viele haben dann das einfach so gemacht, weil viele wurden dann, also es wurde gemunkelt, dass sie dann von den großen Konzernen abbezahlt wurden, aber die Wahrheit ist, okay. Deswegen gibt es übrigens bei Metascore auch ein sogenanntes User Rating. Also okay, also ich will jetzt wieder nicht so... Ich fühle mich irgendwie, dass ich immer so komisch jetzt hier rüberkomme, aber ich will ja nur ehrlich sein, okay? Wie gesagt, im User-Rating, das ist das, was die Leute auf Metascore eingeben können. Ja, aber das ist wieder, wer gibt es einem User-Score? Leute wie ich, Leute wie du. Ja, Leute, die das Spiel gespielt haben. Leute wie du, wahrscheinlich eher, weißt du? Weil Leute, es ist einfach wieder so ein Generationskonflikt, also... Leute in den 20ern haben eher Ocarina gespielt und da kommt Zelda, viel Nostalgie. Zelda, Breath of the Wild. User Rating 7,6. Okay, weißt du was? Ich komme hier rüber wie ein... Also ich höre auf. Nee, alles cool. Ist egal, was ich sage, es wird immer so rüberkommen. Alles, was ich sage, dass das Zelda 2 ungerechtigerweise so tief ist. Das ist in Ordnung. Weil die Leute so einfach das nicht spielen konnten. Also ganz einfach, weil... Als Jüngere das versucht haben zu spielen, die konnten das nicht spielen, weil es ist ein schwieriges Spiel, es ist ein sehr schwieriges Spiel. Aber wenn du es verstehst, und dann war es wirklich lohnenswert, es zu spielen. Weil Spiele damals waren einfach schwierig. Das also, ist doch vollkommen in Ordnung. Ja. Stimmt, aber du sagtest eine niedrige Bewertung, was ich jetzt nicht ganz nachvollziehen kann, weil auch die Bewertung für Ocarina of Time, was war das, 79 glaube ich oder 80? Das war Breath of the Wild hat ein User-Rating. Nein, nicht 7, Breath of 6. the Wild, Quatsch, Legend of Zelda 2, davon reden wir jetzt. Ich kann dir gerne sagen, was das User-Rating ist. Warte, suche ich mal schnell. Naja gut, gerade eben sagtest du Metascore und das war glaube ich, meine 84. Irgendwie 84. Und das ist schon in keinster Weise ein niedriges Rating. Nee, definitiv nicht. Okay, vielleicht übertreibe ich hier und ich möchte mich dafür entschuldigen und ich höre einfach auf, weil vielleicht übertreibe ich hier wieder, aber ich bin ein ehrlicher Mensch, manchmal bin ich zu ehrlich. Vielleicht, wenn ich Ocarina spiele, werde ich meine Meinung absolut verändern. Und dann
schuldige ich dem großen Ocarina-Dings, aber Entschuldigung, ich werde einfach ehrlich sein, für mich hat zum Beispiel, und es ist einfach so, Zelda 1 und 2 hat für mich sehr viel, und auch 3 hat sehr viel Nostalgie für mich, und das ist einfach die Nostalgiebrille, und ich werde das einfach zugeben, aber ich glaube, das sind auch sehr gute Spiele, und ja, gut, wahrscheinlich sind die anderen Spiele besser, aber es hat auch mit technischen Sachen zu tun. Da hat jeder natürlich seine eigene Einschätzung. Ich stimme. Ja, genau, genau. Und deswegen habe ich die nächste Diskussion für euch schon. Wir bleiben bei Metacritic, weil jetzt wird's witzig. Wir gucken uns mal die 10 besten Spiele aller Zeiten an. Und da wird's jetzt ganz witzig mit den eigenen Merken. Oh mein Gott. Wir fangen mal auf Platz 10 an. Entschuldigung, ich will nur einen Kommentar sagen. Krieg den Scheiß. Also. Ich finde es gerade nur interessant. Auf Platz 10 momentan steht... Das ist Bullshit. Das da wollte ich. Ich habe den falschen Ordner gehabt, Entschuldigung. So. Ich wundere mich gerade, warum da Resident Evil 7 stand. So, hier, Platz 10. Best Games of All Time hat Grand Theft Auto 5 für die PlayStation 3. Habe ich gespielt. Aber nicht auf der PlayStation 3. Doch. Warte. Nee, auf der Xbox habe ich gespielt. Mein Gott. Mann, gut, aber du weißt, was du gespielt hast. Grand Theft Auto fand ich geil, aber ich würde es da tatsächlich meiner Meinung nach nicht unter die 10 besten Spiele aller Zeiten packen. Fängt also mal geil an. Letztendlich kann ich mich da jetzt fast schon anschließen, weil ich werde von diesem Ranking der Besten auch wahrscheinlich so ungefähr kaum welche gespielt haben. Das ist immer alles wieder so genreabhängig und auch viel Hype-abhängig. So, und klar, ja, aber ich sehe tatsächlich hier bis auf einen einzigen Titel keinen, der nicht schon Vorgänger hatte. Der einzige, der keinen Vorgänger hatte, war Soul Calibur für den Dreamcast. Der ist auf Platz 5 der Welt. Gehen wir es nach der Reihe durch? So, ja, ist ja gut. Ist ja gut. Hat er recht, also, hat er recht. Ja, also keine Platz Spoiler 10 hier. Und 9 sind Grand Theft Auto 5, weil also, zwei verschiedene Konsolen. 10 und 9 ist okay, dann habe ich schon ein Problem damit. Also das ist ja schon, das finde ich auch dämlich, deswegen nehmen wir mal ganz kurz. Da. Fangen wir einfach eins drunter an. Tony Hawk Pro Skater 2 ist auch zweimal drin. Pro Skater 3. So, jetzt haben wir's. Das ist Platz 10. Also ich möchte schnell was zu Grand Theft Auto 5 sagen. Ich habe es nicht gespielt. Vielleicht ist es super geil. Das letzte Grand Theft Auto, das ich gespielt habe, war was weiß ich. Ich habe schon lange, war 4. Und das kommt auch noch. Oh mein Gott. Okay. Also ich bin kein riesengroßer Fan der Grand Theft Auto Reihe, weil es halt immer das gleiche ist. Du kannst irgendwann ist es nur noch Bullshit Weißt du, mein Lieblings Grand Theft Auto Spiel ist? 2. Nein, Saints Row the Third. Das ist kein GTA. Kennt ihr Saints Row? Ja, es ist dieselbe Genre, aber ja, es ist kein GTA. Ich mache jetzt einen Scherz hier. Aber es ist dasselbe Genre und es ist eine Parodie. Es ist einfach so übertrieben, dass es mir wieder gefallen hat. Weil ich hatte so... Saints Row kommt nicht in der Liste vor. Ich finde Saints Row the Third viel besser als Grand Theft Auto. Aber Grand Theft Auto versucht sehr ehrlich, ernst zu sein und dann versucht... Ich weiß nicht. Aber es ist nur meine Meinung. Tony Hawk Pro Skater 3 auf der 10. Auf der 9 ist dann eben Grand Theft Auto 5. Auf der 8 ist Super Mario Galaxy 2 für die Wii. Das habe ich gespielt. Das habe ich nicht gespielt. Es war ganz interessant, aber das unter den Top 10 Spielen von aller Zeiten zu nennen und Tony Hawk Pro Skater, also ich 3... Auch den fand ich schon gut. Also Tony Hawk Pro Skater 3 war schon nicht schlecht. Nee, ich bin nicht gegen Tony Hawk Pro Skater. Ich weiß, dass ich habe eins der Spiele gespielt. Ich fand das Konzept ganz cool. Also ich müsste das spielen, um mir wirklich eine Meinung zu sagen. Weil ich weiß, die letzten waren nicht sehr gut. Nee, das stimmt. Aber ich würde das Spiel ausprobieren, weil das Konzept finde ich schon cool. Also Teil 2 und 3 waren so die geilen, die richtig geilen. Ja, ich glaube, die habe ich auch gespielt.
Was war das andere Spielen wieder? Underground wahrscheinlich. Nee, das andere, das, was du hast gesagt, das war das achte Spiel. Das Super Pro Mario Skate. Galaxy 2. Okay, das habe ich gespielt. War ganz nett. Das ist auf Platz 8. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich ein Platz 8 Spiel ist. Also für mich. Das bezweifle ich auch, da würde ich einiges andere mit reinziehen. Aber gut, nächstes ist übrigens Super Mario Galaxy, also der Vorgänger ist auf Platz 7. Ich denke, Super Mario Galaxy war gerade nur für die Wii U und jetzt ist es für eine andere Konsole, oder wie ist das? Nee, Super Mario Galaxy 2 ist auf Platz 8, ach so, Super Mario Galaxy ist auf Platz 7. Also ich finde das ziemlich suspekt, diese Liste. Also wenn es diese Spiele auf der Top 10 Liste hat. Ich kann halt nur das halt vorlesen, was hier steht bei mir. Okay, aber ich kann immer noch sagen, wenn ich suspekt finde. Ja klar, also. Natürlich. Ja. Skies, ist dein Handy wieder irgendwo in der Nähe der Aufnahmeanlage? Oh, schmeiß es mal bitte weg. Genau. So, weil das ist echt grausam. Ist wirklich grausam. Das ist jetzt schon das zweite Mal. Ist wirklich das zweite Mal, ja. Ja. Wir gehen weiter, dann kommt Grand Theft Auto 4. Ach komm jetzt. Auf Platz 6. Was ist 6. das? Die Grand Theft Auto und Mario Liste irgendwie? Das kommt. Nee, jetzt kommt dann keins mehr tatsächlich davon. Aber das ist irgendwie ein Witz. Also ich verstehe, wie populär Mario ist, aber also das ist absolut die Top 10 Liste aller Spiele, die je gemacht wurden in den letzten, seitdem es Videospiele gibt, so 40 Jahre ungefähr, mehr oder weniger. Nein, von denen, die bewertet wurden von irgendwelchen Seiten, die dann in der Meta-Score-Liste zusammengefasst wurden. Das ist wieder, das ist die Erklärung. Man muss aber sagen, dass Grand Theft Auto 4 86 Metascore-Kritiken hat, also von Reviewern. Also das ist gar nicht so wenig. Und zum Beispiel Super Mario Galaxy. Wie viele wurden von Rocksteady bezahlt, damit sie das sagen? Also komm. Sagen wir mal ehrlich hier. Das ist keine neue Sache, das gab's schon sehr früh bei den Videospielen. Gut, du machst mit einem Spiel weiter auf Platz 5, ist nämlich Soul Calibur für den Dreamcast. Warte mal, haben wir jetzt, sind wir von, wir waren doch bei 7. Nee. Ach, 6 oder 5. Also 6 war... 7 war Mario Galaxy 1. Genau. Okay. Und 6 war GTA 4 und jetzt kommt auf Platz 5 Soul Calibur für den Dreamcast. Also ich habe Soul Calibur schon gemocht. Ist es jetzt eines der besten Spiele, also es wurde halt damals bewertet und für damals gab es was komplett Neues und zwar richtig, also Soul Calibur war das erste Beat'em Up, das es geschafft hat, Beat'em Up zu sein und kein Bullshit. Nee. Da es hat muss so ich, viel nee, Mechaniken nee, mit reingebracht in dieses nee, Genre. Nee, was hat es gemacht damals auf der Dreamcast? Nee, Entschuldigung, aber hast muss du ich dir Dreamcast absolut... Gespielt? Ich hab's auf der Dreamcast gespielt, ich hab's auch auf der Arcade, auf der Münz-Dings gespielt. Also du meinst jetzt, Soul Calibur ist ja das zweite von, weil das erste hieß ja Soul Edge oder Soul, wahrscheinlich Blade. Soul Edge, weil das Schwert Soul Edge heißt, ja. Ja, weil die mussten den Titel ändern wegen rechtlichen Gründen. Deswegen hieß es dann, haben sie später für Soul Calibur umgenannt. Aber trotzdem hat Soul Calibur, was Mechaniken angeht, richtig, wenn mich ist nicht alles täuscht, sehr viel reingebracht. Ja, okay, ich finde das Spiel schon cool, aber es war ein Spiel wieder, also du kannst nicht mal sagen, es war das erste Prügelspiel, das Waffen reingebracht hat, weil das war wahrscheinlich Samurai Showdown oder Weapon Lord. Das ist nicht mal richtig. Weil wenn du zurückgehst zum Commodore 64, da war das Spiel Barbarians, da konntest du dich schon mit den Schwerten untermesseln. Mhm. Genau, und das war das erste Spiel, das Fatalities hatte. Aber Soul Calibur... Mortal Kombat! Ja, schau, der Dunkelstein weiß, wovon ich rede. Das Mortal Kombat hab grad ich gesagt. Ja, Mortal Kombat hat das gar nicht erfunden, Barbarians. Ich weiß, das weiß ich. Das ist schon ein bisschen also, älter, das Ganze, aber... Ja. Ja, anyway, wie gesagt, Platz 5, Soul Calibur Dreamcast. Platz 4, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Brauchen wir jetzt nicht nochmal drüber reden, hat man gerade. Okay. Danke. Oh lol, auf Platz 3 ist nochmal GTA 4. Ja, okay. Gut, überspringen die Liste wir das. Die Liste ist für mich ein Witz, Entschuldigung. Auf also. Platz 2, ein Titel, den ich bestätigen kann, ist Tony Hawk Pro Skater 2.
Nee, also für mich die Liste ist schon ein Witz irgendwie. Also grundsätzlich ist eine Statistik für den Einzelnen immer völlig unaussagekräftig. Richtig. So, Das zeigt nur, also, wie viel Marketing ein Spiel bekommen hat. Und das stimmt. The Legend of Zelda Ocarina of Time. Okay. Also, was haben wir davon gelernt? Hoppala. Diese Franchises haben sehr gute Marketing-Teams. Das kann ich davon sagen. Die haben sehr viel Geld ins Marketing reingesteckt. Und ich sage nicht, und es stimmt auch, dass diese Spiele auch gut genug waren, damit das Marketing auch nicht komplett in den Arsch gefallen hat. Aber es war immer Zelda, GTA, Tony Hawk Pro Skater. Und da denke ich mir nur, irgendwo ist es ein Witz. Und auch die haben die Bewertungen abbezahlt. Geheim. Und das ist eine Sache, die schon seit es Videospiel Magazine und Bewertungen gibt, existiert, und deswegen finde ich diese Liste absolut Bullshit. Natürlich ist sie schon richtig, weil du hast schon richtig gesagt, das ist die Bewertungen, aber sie widerspiegelt nicht, was wirklich die besten absolut Videospiele sind, Top 10 Videospiele. Ich finde es hier gerade eine Sache witzig, es gibt sogar eine iOS-Liste. Das will im Moment, glaube ich, keiner mehr hören. Das sind aber Sachen dabei, die wirklich kein Schwein kennt. iOS, wie meinst du iOS? Mac-Liste? Handy. Handyspiele. Ja. Platz 10, Hidden Folks, kennt kein Schwein. Platz 9, The Warlock of Firetop Mountain, kennt kein Schwein. Na, das kenne ich, The Warlock of Firetop Mountain. Das basiert auf das Fighting Fantasy. Das waren Bücher. Das war wie ein Solo-Rollenspiel. Ich finde, das funktioniert als ein Handyspiel eigentlich sehr gut. Also, deswegen steht auf Platz 9. Platz 8 ist Don't Starve Shipwrecked. Ja, Don't Starve kenne ich schon. Das ist halt das Überlebensspiel. Das ist so Cartoon. Platz 7, Splitter Critters. Das kenne ich nicht. iOS-Spiele mag ich auch nicht wirklich. Also. Oh, ich glaube, ich spiele nur eins oder so. Aber ich wollte euch das vor allem wegen einem Titel vorlesen, und zwar der jetzt kommt, weil der Name ist einfach total geil. Das Spiel heißt mull.mash.tab.ba.geil.geil. Ja, okay. Mullmashtabbaga. Ich kopiere euch das kurz in TeamSpeak. Zieht euch mal den Titel rein. Das ist ja nicht wahr. Warte. So sieht dieser Titel aus. So heißt das Spiel. Ich sehe es gerade nicht, also. Du musst unten in den Reiter Podcast in Aufnahme. Achso, ja. Mulmasch Tapagagai. Ist das Japan oder was? Wahrscheinlich, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall klingt's lustig. Ja, so Mobile Games und Smartphone Games interessieren mich überhaupt nicht. Also ich finde die meisten sind überhaupt, also nur Dreck einfach. Oh, ich kann auf meinem Handy gerade gucken, weil ich habe tatsächlich auch, ich habe sogar ein iOS-Spiel, das ich gerne spiele. Wie heißt das? Warte. Er spielt so gerne, dass er nicht mal weiß, wie es heißt. Ja, ich weiß nie, welches Spiel du gerne spielst. Es heißt Pornhub. Oh. Nein, das ist kein Spiel, was er spielt. Das ist die Homepage. Ich bin kurz AFK, redet ihr mal weiter. Ne? Ja, spiel das Spiel Microphone mit dem Krokodil. Sound muted. Das hatte im Sinn, im Gegensatz zu den meisten Handyspielen ja noch ein bisschen Spaß und Sinn. So. Ich hasse Handyspiele. Also, ja, ich habe hier von Eternal und von Hearthstone habe ich hier irgendwie die Tablet-Version hier auf meinem Tablet, und ich habe eine Sudoku drauf. Wenn man immer irgendwo sitzt und wartet oder sowas, dann kann man mal da irgendwie sich ein bisschen beschäftigen. Sudoku ist wie Folter für mich, weil ich hasse Mathematik wirklich. Also ich verstehe die Grundsachen, aber okay, ich soll das als Entertainment machen, also als Vergnügen machen und Aber ich glaube.
Ich weiß, für einige Leute, die mögen das und das ist ja cool, aber es bringt mir persönlich einfach nichts. Also. Nö, klar, jedem das Seine halt. So, genau. Es ist halt mal irgendwie nur was, um über die Schnelle da irgendwie mal ein bisschen Zeit zu überbrücken, wenn man mal irgendwo wartet oder was weiß ich, wenn ich mit dem Bus fahre, so, dann kann ich währenddessen mal irgendwie kurz ein bisschen zu Doku zocken oder sonst irgendwas. So, vielleicht ein einfaches Puzzle-Game spiele ich manchmal oder so. Das ja, oder sowas, so genau. Oder irgend sowas. Also, ja, oder sowas, ja. Oder sei es mir hier dieses Candy Crush. Nee, das kann ich gar nicht. Nee, so, das geht gar nicht. Es ist nicht mal, weil das Spielkonzept da. Problem für mich ist. Kurz noch sagen, das Spiel, das ich unglaublich gerne auf dem Handy spiele, heißt Xenonia 4. Okay, soll ich absolut ehrlich sein, was für ein Handyspiel ich am meisten gerne spiele? Ja. Emulatoren einfach. Okay. So, ich würde sagen, wir gehen mal kurz 5 Minuten in die Pinkelpause. Ja, das ist eine gute Idee. Und warte, muss ich hier mal, guck mal hier. Wieder, wir gehen in die Pinkelpause, sind dann gleich wieder für euch da. Bis gleich. Und wir sind wieder zurück aus der Aufnahme, wollte ich sagen. Nein, aus der Pause. Scheiße. Nein, Pinkelpause hast du gesagt, nicht aus Scheiße. Aus der Pinkelpause, genau. Aus der Scheißpause und aus der Pinkelpause. Die Scheißpause hätten wir länger machen müssen. Genau. Und was ich jetzt noch ganz kurz ansprechen wollte, wären die nächsten Releases gewesen für die Switch, weil ich jetzt so eine wunderschöne Liste offen habe. Ja. Jetzt im Frühling soll noch Arms rauskommen. Was ist denn Arms für ein Spiel? Geht um Arme. Ach, ist das dieses scheiß komische Boxspiel? Sag doch nicht immer Scheiß. Ja, aber es sieht scheiße aus. Du bist doch angefangen mit Scheiß. Das sieht echt aus wie so ein Comic-Box-Spiel. Aber es sieht scheiße aus. Deswegen das sieht wirklich scheiße. Kacke aus. Und du sagst, ich sag nicht immer Scheiß, aber wenn ich sage, es sieht scheiße aus... Meine Güte, Mann. Wenn also du wenn sagst, jetzt, Geist sieht scheiße aus, hast du immer pauschal recht. Ich hab hier mal für euch gerade einen Link. Wenn sie gesagt hätten, wir bringen das neue Punch-Out raus, da wäre ich sagen, ja, fuck yeah. Weißt du, das ist eine Franchise. Wir brauchen ein neues Ding. Also wie gesagt, Arms sieht so ein bisschen aus wie so ein Die haben echt die haben echt Sprungfederarme. Ja. Ich habe euch einen Link geschickt, schaut euch meine Screenshots. Aber Punch, ich habe schon gesehen, ich weiß, welches Spiel du redest. Und Punch-Out ist eine klassische NES-Serie. Wann war das letzte? Auf dem Super Nintendo? Oder haben sie später nochmal eins gemacht? Weiß ich nicht. Nee, schau, und deswegen, wieso gibt es kein neues Punch-Out? Aber wir haben dieses Arms-Shirt. Ja, also Arms sieht echt ein bisschen trottelig aus. Ja, vielleicht kann es ja ganz gut sein, aber es sieht halt ein bisschen kindergartenmäßig aus. Mhm. Typisch Nintendo, die sagen immer, Gut, das nächste, was rauskommt, ist übrigens The Binding of Isaac, Afterbirth. Nee, fick den Scheiß, Entschuldigung. Boah, Binding of Isaac ist eigentlich ganz geil. Ich wollte gerade sagen, Binding of Isaac soll ganz gut gewesen sein. Also, okay. Aber ist halt wieder eine Adaption für die Switch. Vom Computer auf Switch runter. Ja. Muss man jetzt gut finden oder nicht? Ich bin da etwas, na egal. Das nächste wäre Blader Master Zero. Kommt auch noch im März raus. Ich guck's mir gerade an. Das sieht irgendwie lustig aus. Wieder mal. Das ist ein 2D-Scroller. Das ist ein Ding aus einem What the fuck? Das müsst ihr euch selber gucken. Kann ich nicht erklären. Link kommt schon. Das ist ein fucking 2D-Dingens. So wie man es früher hatte. Ein 2D-Dingens. Die machen immer noch 2D-Spiele, also... Nee, das scheint mir aber wieder so eine Adaption von irgendwas Altem zu sein. Du kennst schon die Sache, die man... Die erste Grafik, was ich so sehen kann, erinnert mich als erstes mal an Gianna Sisters. das ist von dem... Yeah, das ist, schön. Du weißt genau, was ich sage. Gianna Sisters wird total cool. Blader Master Zero Die Musik ist ähnlich wie bei Gianna Sisters. Darf ich mal ganz kurz? Blader Master Zero ist eine Adaption eines Spiels der... Blaster NES. Master, nein, das ist 1:1 Blaster Master. Ja, das ist auch von der NES, das ist einfach nur für, ja, von der NES, Switch. Das ist nicht mal eine, die sollten die, ehrlich gesagt, also ich hab's, also, ich ja, es ist Blaster Master, ganz einfach. Ja. Gut, das nächste wäre Disgaea 5 Complete. Ja, das ist wieder ein JRPG, oder? Ich kenne, also ich hab von Disgaea gehört. Disgaea 5.
Ist, sieht aus wie ein Rollenspiel. Ja, es, ja, ist, es ist ein Tactical-Rollenspiel. Ja, ein JRPG oder Tactical. Ja, ist ein standardmäßiges JRPG. Sieht aber ganz hübsch aus eigentlich. Gut. Naja, okay. Taktisch ist halt, dass du deine Figuren rumbewegen kannst und so. Ja. Also dann Dragon Quest Heroes 1 und 2 ist halt ein fucking Hack'n'Slay in Dragon Quest Universum. Ja, mein Gott, kann man machen. Ist jetzt nicht so schlimm. Ne? Hey, Hack'n'Slash ist ziemlich, also ich mag Beat'em-ups und Hack'n'Slashes. Ja, die sind auch nicht schlecht, wie gesagt, ist halt im Dragon Quest Universum 1, kann man machen. Ja, wieso nicht, da hast du halt die Slimes und so. Das nächste wäre Fast RMX. Ist ein Rennspiel. Ich wollte gerade sagen, das hört sich an wie irgendwas zum Autofahren. Ja, ist so ein bisschen angelehnt, glaube ich, an F-Zero, so wie es aussieht. Hm. Ich schicke euch mal kurz den Link. Ja, wieso machen sie da nicht F-Zero? Ui, noch ein Rennspiel, ja, Wenigstens machen sie F-Zero, wenigstens F-Zero hat so coole Autos und so, so futuristische. Ja, es ist auch so ein bisschen aufgebaut, finde ich, also es sieht auch so sehr danach aus. Nee, weißt du was, nee, es sieht nicht wie F-Zero aus, weißt du, wie es aussieht? Huh? Auf dem, Dunkelschirm, kennst du noch Psygnosis? Du kannst, ich kenne auch alte Spiele. Nee, das kenne ich leider nicht. Kennst du Shadow of the Beast? Ja. Ja, das ist von den Typen. Die haben auch auf dem PlayStation haben sie ein Rennspiel gemacht. Warten Sie, ja, mal. Aber gut, ist halt so ein futuristisches Rennspiel. Kann man auch machen, finde ich. Ist es nicht. Also von der PlayStation kenne ich das Prinzip aber auch, dass du da so irgendwie so in kleinen Raketendingern sitzt und losburnst. Das nächste hat einen interessanten Titel. Has Been Heroes. Gab's schon, aber gibt's für die PlayStation 4 und für die Xbox und für Windows. für erstmal Windows mobben. Ist ein Rollenspiel, oder? Lass mal kurz gucken. Nur kurz, sehr super kurz, ich will sagen, Wipeout. Das war die Spielserie. Wipeout. Ja. Ja gut, Has Been Heroes ist so ein. Also ja, gut, das Spiel sieht absolut wie Wipeout aus. 1:1, eine neue Welches Version jetzt? Von Wipeout. Also das, was du gesagt hast, Fast RMX. Fast RMX ist wie das hier ist das Wipeout. Nächste, das erinnert mich irgendwie an diese Facebook-Rollenspiele. Guckt euch den Schmarrn mal an. Das erinnert mich voll an diese dämlichen Facebook-Rollenspiele. Ja. Also so wirklich aufwarten kann die Switch noch nicht mit irgendwie geilem Scheiß. Bisher ist es alles noch so ein bisschen mehr... Wir müssen ja was machen, damit was rauskommt. Ja, also so sehen die Spiele aber auch ein bisschen aus, finde ich. Ja, ja, ist ja auch so. Deswegen bin ich gerade... Das nächste ist I Am Setsuna. Das kenne ich doch. Schick erst den Link, dann guckst du weiter. Bin gerade dabei, das kenne ich doch irgendwoher. I Am Setsuna. Ach Mensch. Ja doch, das ist mal ein richtiges Rollenspiel, genau. Auch wirklich ein richtig, richtiges Rollenspiel. Das, glaube ich, könnte ganz spannend werden für die Switch. Ah, ich habe von dem Spiel gehört, ja. Ich auch. Ich glaube, das ist eine gute Idee für die Switch. Das glaube ich, also ich glaube, Rollenspiele lassen sich auf der Switch ganz cool spielen, denke ich mal. Das Spiel, angeblich, ist es von Square gemacht, also produziert. Mhm. Und es lehnt sehr stark an Chrono Trigger an. Also, ja, aber gut, ich finde, anlehnen ist ja immer in Ordnung. Mach ich auch gerne nach vorne. Ich habe Boah. Ich kann nicht mal meinen Satz zu Ende reden, ohne zu cringen hier irgendwie. Oh, Entschuldigung. Nee, also was ich sagen wollte ist, dass es sehr stark an Chrono Trigger anlehnt, aber es ist kein Problem, weil es sehr gut aussieht. Also das finde ich auch. Ich würde das auch spielen, auf jeden Fall. Das nächste ist wieder so ein ganz interessanter Name. Das heißt, wo ist es denn jetzt hin? Fuck! Weg. Ist in Urlaub geflogen. Little Inferno! Schick den Link sofort. Ich glaube, ich habe davon gehört. Ich nicht. Aber das sieht einfach nur süß aus. Was anderes habe ich dafür nicht zu sagen. Little Inferno. Ja. Ich weiß nicht. Kann vielleicht spannend sein, wer weiß das schon. Was kommt noch im März raus? Wie spricht man das denn aus? Nobunaga's Ambitions, Sphere of Influence. Ja, das ist ein Strategiespiel, also das ist eine Neuauflage von einem alten Strategiespiel. Woher kann ich nichts wissen.
Also so ein 4X wie Civilization oder sowas, aber im Japan, im feudalen Japan sozusagen, soweit ich weiß. Ja, ich schick euch den Link gerade. Nobunagas Blab. Das sieht aber sehr neu aus. Ja, ich sage ja, das ist eine alte Serie von Spielen. Ach so. Also weil also auf gut Deutsch wieder ein Franchise, das weitergemacht wird. Obwohl, es könnte auch ein... Also Nobunagas Ambition war original ein Strategiespiel, vielleicht... Ja, das scheint auch immer noch eins zu sein, laut den Screenshots. Ja, also original war sehr es... Sehr konfus so. Irgendwie. Obwohl also es schön aussieht. Also ich habe es noch nicht gespielt, aber ich weiß davon, es ist so eine Art wie Civilization, so ein Forex-Spiel. Aber du es bist kommt halt Tetris raus. Ja, kein Problem. Tetris ist gut. Ja, auch dann, sehr Zeit. Aber ja, sehr Standard halt. Sehr oldschool, weißt du. Und dann kommt raus Romance auf Retro the Three Kingdoms 13. Was? Romance of the Three Kingdoms 13 kommt raus. Willkommen sofort. Oh mein Gott. Das scheint auch wieder irgendwie ein ewiges Franchise gewesen zu sein. Das ist ein Beat'em-up-Franchise, soweit ich weiß. Ja, das sieht aber auch wie Beat'em-up aus. Wie ich hau dir auf die Fresse spiele. Du hackst dir in die Fresse, weil du Waffen hast immer. Und dann hast... Nee, stopp, ist es gar nicht. Laut den Screenshots ist es ein Taktik-Game. Ein Tactical-Game. Okay, also Romance of the Three Kingdoms, es gibt eine Beat'em-up-Serie, weil es basiert auf eine... Das hier ist ein Kriegsspiel. Ja, es basiert auf dem Zeitalter im feudalen China. Und da gibt es auch Strategiespiele und sieht aber sehr geil aus. Also die Screenshots sehen die Beat'em-ups nice waren echt cool. Angeblich, es gibt auch Strategiespiele, die habe ich jetzt noch nicht gespielt, aber es könnten sie auch gute sein. Da wird das Spiel rauskommen. Es ist halt eine Zeit angeblich in Chinas Geschichte, wo da viel Krieg herrschte, deswegen ist es halt natürlich, weil viel Kämpf herrschte, ist es halt sehr populär für Videospiele. Ich finde es gerade krass, Ende 2017 soll so ein Street Fighter für die Wii kommen, für die Switch kommen. Natürlich, also... Du hast aber schon, oder dich auch soweit belesen jetzt gerade, dass jetzt Japanischer Ende diesen Monat es nur in Japan rauskommt. Ja. Ob es denn im Westen für die Switch ist, wurde bislang noch nicht Sniper angedeutet. Sniper ist noch so ein Geheimtipp anscheinend. Der kommt auch auf dem europäischen Markt raus. Link kommt sofort. Sniper Clips. Wird 20 Euro kosten. Nee. Link kommt nicht sofort. Der ist... Der atmet die Wildnis an. Okay, Aua. Aber Sniper Clips sieht halt ziemlich... Ist halt so ein Spiel, was man zu zweit spielt. Das finde ich ganz cool eigentlich. Weil ich glaube auch für so zwei... Das sieht irgendwie süß aus. Es hat ein reines Logikspiel. Ich habe schon gehört, dass es verdammt geil sein soll. Okay, es sieht aus wie Scribblenauts. Ja, du musst dich halt zerschneiden, so blöd das klingt, um die Aufgaben zu erfüllen. Du hast halt, das kannst du glaube ich nur zu zweit spielen, so viel ich weiß. Toll. Und du musst deinen Gegner, also deinen Mitspieler zerschneiden und er dich, damit die Aufgabe erfüllt werden kann. Das klingt echt brutaler, als es ist, oder? Ja, könnte lustig sein, ich weiß nicht. Also die es gespielt gemixt haben, sollen es sehr, sehr witzig finden. Ja, für 5 Minuten und dann wollen sie was anderes spielen. Glaube ich nicht mal. Gut, das wäre es jetzt. Naja, so als Party-Game vielleicht dann... Ja, da wäre aber auch One to Switch natürlich dann dabei. Okay, für 15 Minuten, ich bin jetzt ganz hier nett hier. gut, ich bin soweit durch mit meinem Switch-Thema. Gut. Ich gebe ab. Das ist ja norddeutsch, gut, gell? Also. Warte mal, bevor du anfängst, labert ihr nochmal, ich muss nochmal kurz AFK gehen. Mikrofon muted. Also, okay, keine Pause in der Aufnahme, aber kein Problem. Nö, er haut einfach so ab. Er lässt uns allein. Ja, Mami, also, lässt uns allein. Also, Dunkelschelm, ja. Ich möchte mich nochmal entschuldigen. Wegen dem Alter-Dings, also... Alles gut. Aber du hörst dich jünger an, aber Ich bin jetzt in einem Alter, wo man schon geschmeichelt ist, wenn man einen jünger schätzt, das ist schon okay. Ja, also du bist ja genauso alt wie mein Bruder, so. Aber ist ja kein großer Unterschied und, ja.
Nö, soweit ja. Alles gut. Also, dass du Ginas ist, das weiß, das finde ich schon sowieso geil, aber ist ja klar auch, also. Ja, ARMN. Es war ja das deutsche Mario, gell? Mit Frauen. So, aber es war auch cool, es war auch seine eigene Sache, also. Richtig. Mir hat's gefallen, weil wir hatten ja einen NES, aber ich weiß genau, als wir zu meinem Cousin gegangen sind in Ungarn, da haben wir Commodore 64 gespielt und dann später Amiga. Und da war das Giant Sisters echt cool, also es war so ähnlich wie Mario, aber es hatte seine eigenen Tücken und alles und es war einfach cool zu spielen, also es war wieder ein bisschen anders, genau. Klar, also wir wissen ja, dass sie von Nintendo verklagt worden sind, und, ja. Aber das Coole ist, die haben ja jetzt, haben sie in letzter Zeit, nicht in letzter Zeit, in den letzten Jahren haben sie ja neue Giant Sisters Spiele rausgebracht, also. Oh, das wusste ich doch gar nicht. Ja, haben sie. Oh. Sie haben die Rechte wieder erlangt und sie haben es jetzt einfach ihr eigen gemacht. Ich will dir das auf GOG, wie heißt es, recommending? Vorschlagen. Sorry, ja. Es hatte gedingelt an der Tür. Oh. Aha. Ja, das kommt mal vor. Ja, wir haben so eine Mini Old Gamer Session gemacht. Also. So, ja. Aber nächstes Thema. Nicht mein Thema. Wer hat das Thema? Das nächste Thema ist so aktuelles aus der Woche. Nicht bei uns, sondern so Weltgeschehen so mehr oder aktuelles Gott. Geschehen. Entschuldigung, ich graue mich schon davor, also muss ich dazu sagen. Ja, es gab ja ein, sagen wir mal. Eine sehr, sehr traurige Geschichte. Ja, Erzähl du mal, du kannst du besser erzählen. Es ist halt dieser Kindesmord im Endeffekt, war am Montag. So, ich denke mal, die meisten haben die Geschichte jetzt ja auch bis zum Erbrechen schon gehört. Sag ich mal, ich finde es sehr traurig und schlimm, was da passiert ist, aber... Was ist passiert? Erzähl mal. Okay, also... Bitte? Du hast dich drüber schlau gemacht. Ich habe mich drüber schlau gemacht oder ich wurde zwangsschlau gemacht, so anfangs auch. Wenn man irgendwo auf sozialen Netzwerken unterwegs ist, konnte man da auch gar nicht dran vorbei. Ich finde das immer ein bisschen schlimm, dass es jetzt alles immer so tot gepostet wird, sage ich mal. Mit Gott weiß, was für Bildchen da noch. Und, naja, jedenfalls, einmal um das kurz zusammenzufassen, so Marcel H., 19-Jähriger aus Herne, glaube ich, hieß der Ort jetzt. Er hat am Montag seinen 9-jährigen Nachbarsjungen rübergelockt und hat den mit 52 Messerstichen im Keller dann ermordet. Letztendlich davor hat er ein paar Mal versucht, sich umzubringen, nachdem er bei der Bundeswehr irgendwie eine Absage gekriegt hatte. Und es drohte auch ein Umzug in eine andere Stadt. Und aufgrund, weil dann das Internet weg ist und wegen der Unmöglichkeit, dann irgendwie Online-Spiele zu spielen. Nicht dein Ernst? Ja, das waren so zumindest die Aussagen, die so irgendwie bei seiner polizeilichen Vernehmungen rauskamen. Hat er auf jeden Fall versucht, sich umzubringen, hat sich erst erhängen oder erdrosseln wollen, das hat irgendwie nicht so funktioniert, wie er wollte. Danach hat er dann durch Anzünden von Grillkohle oder Grillanzünden oder irgendwie sowas versucht, sich eine Kohlendioxidvergiftung zuzufügen, hat auch nicht geklappt. Also letztendlich war er zu dämlich, sich umzubringen und hat den Frust dann an dem Nachbarsjungen ausgelassen. Das ist echt die Hintergrundgeschichte? Die Hintergrundgeschichte, ja. Scheiße. Er hat dann, also zumindest das, was ich jetzt so in den verschiedenen Zeitungsgeschichten hier online so irgendwie mehr rausgelesen hatte, was so die Polizei denn, die Sprecher der Polizei und so weiter gesagt hatten. Also die Fotos von dieser Tat hat er auf jeden Fall ins Darknet gestellt, um damit zu prahlen. Paar Tonaufnahmen oder eine Tonaufnahme gab es dann auch noch von ihm, so auch völlig gefühlskalt. Wo du ganz so, kurz, ja. Wo du gerade von Tonaufnahmen redest, möchte ich ganz kurz einhaken. Ich habe vor kurzem auf YouTube in den Trends, ja? Irgend so ein Wischiwaschi-YouTuber mit 10.000 Abonnenten, tatsächlich
so einen Scheiß hochgeladen mit Audioaufnahmen des Kindermörders, die ja eindeutig gefaked waren tatsächlich. Und auch so zum Video von dem, wo er anscheinend irgendeinen Scheiß labert. Warum zum Fick benutzt man sowas Makabres, um seinen verdammten Scheiß-YouTube-Kanal zu fördern? Keine Ahnung. Das ist so makaber. Und so unter aller Sau. Ja, leider Gottes ist ja heutzutage alles für die Klicks. In dem Fall wirklich, also, sorry, aber geht ja mal gar nicht. Nee, ich finde das auch furchtbar. Naja, jedenfalls, die Tonaufnahmen sind auch auf Facebook rumgegangen, etc. So, wo er dann wirklich so gefühlskalt irgendwie so, ja, es war nichts Besonderes, ihn umzubringen, so, meine Hand ist jetzt am Bluten, das ist eigentlich das Einzige, was mich stört. Ob das wirklich echt war. Also, ich habe hier auf jeden Fall gelesen, dass es die Tonaufnahmen von ihm sein sollen. Okay, krass. Ob es das denn jetzt letztendlich so ist oder ob er das denn nur gesagt hat, weil juhu, noch ein bisschen mehr Anerkennung oder so, das weiß jetzt ja auch keiner. Wird sich dann wahrscheinlich später irgendwie rauskristallisieren. Naja, auf jeden Fall, nach der Tat ist er dann ja erstmal abgehauen, ist dann zu einem Online-Freund irgendwie, den er über WhatsApp oder so dann irgendwie kannte, untergekommen, so, hat dann halt angegeben, dass er irgendwie angeblich Familienprobleme hatte und da halt übernachten wollte. Am nächsten Morgen hat er dann irgendwie von der Tat erfahren, wo er untergekommen ist und ihn drauf angesprochen und naja gut. Diesmal waren es dann 68 Messerstiche und der zweite Tote. Nee. Ja, ja, das war dann ein 22-Jähriger. Ja, und... Ist nicht dein Ernst. Ja, ja. Das ist dann so letztendlich die Story. Danach hat er sich dann in einem Imbiss gestellt. So, letztendlich ging er da rein in den Imbiss, so, sagte dem Betreiber da so, hallo, ich bin Marcel, rufen Sie die Polizei. Der Imbissbetreiber dann erstmal so, wer? Achso, und dann sah er ihn ja auch erst an so und realisierte, wer da vor ihm stand. So, und ja, hat die Polizei gerufen und er hat sich auch da freundlicherweise festnehmen lassen, ohne da irgendwie noch weiter Terror zu machen. Ich bin gerade mehr als nur schockiert. Tja. Was weißt du was über das Gerücht, dass neue Leichen aufgetaucht sein sollen? Noch zwei? Es ist irgendwo in der Ecke ein Wohnungsbrand gewesen, wo zwei unidentifizierte Leichen gefunden wurden. Aber mir ist nicht bekannt, ob es jetzt ihm zuzuordnen ist oder ob das jetzt letztendlich irgendein Unfall war, wo die Wohnung einfach in Brand geraten ist und da zwei Leute bei umgekommen sind. Kann ich nichts zu sagen. Habe ich nichts von gehört, dass es jetzt er gewesen sein soll. Ich finde das, vor allem das mit dem zweiten Toten wusste ich nicht mal. Das finde ich jetzt, dass er halt dann straight am nächsten Tag nochmal mordet. Mhm. Wow. Also eins kann man sagen, das wird auf jeden Fall lebenslänglich, wenn er nicht sogar von irgendeinem Psychiater bekommt. Endlich, ich gehe davon aus, dass er gar nicht in Haft geht, sondern dass er direkt irgendwie in eine Klinik irgendwie erstmal tief eingewiesen wird. So, aber auch bei der polizeilichen Aussage und so, er hat völlig gefühlskalt das Ganze so wirklich wie so ein Tagebucheintrag, der einfach so runtergerasselt, keinerlei Reue oder sowas, also für ihn war das wirklich so. Eine verdammt starke Störung der Sozialfähigkeit, so nennt man es ja. Aber das finde ich schon heftig. Also das gibt mir auch gerade eine Gänsehaut, weil das ist schon hart. Also letztendlich den ersten Mord hatte er wohl begangen, um irgendwas, weil er wollte in den Knast. Er wollte in den Knast. Warum wollte er in den Knast? Ja, da das mit dem Suizid nicht geklappt hat, wollte er dann irgendwas tun, um dass er in den Knast geht. So. Und der zweite Mord, das passierte dann wohl bloß, weil er ihn drauf angesprochen hat, letztendlich auch so eine Affekttat dann in dem Moment, oder beziehungsweise, jetzt weiß er es, dann muss ich ihn ja auch umbringen und dann so nach dem Motto, aber... Mir tut es einerseits unheimlich leid um die Eltern des Kindes und um das Kind selber. Gilt mein völliges Mitgefühl und es tut mir tatsächlich fast ein minimales Stückchen mehr aus anderen Gründen leid für den, der ihn aufgenommen hat, weil derjenige wollte nett sein, wollte ihm helfen, wollte ihm Unterschlupf bieten und seine Hilfe anbieten. Ja, wie hat das ihm gedankt?
Ja. Deswegen, wie gesagt, es tut mir leid, es klingt jetzt voll kalt. Nein, mir tut es beide unendlich leid, aber... Ja, nun gut, ich meine, ein 9-jähriges Kind einfach mal rüber zu locken, so. Ja, klar, ist und ist noch kacker, noch Keller, also ich sehe da jetzt und den keine... Anderen zu bringen, obwohl er ihm helfen wollte, ist halt nochmal genauso beschissen. Ja, ich sehe da keinen Unterschied in der Grausamkeit der Taten, nein, so letztendlich. Nein, so war es nicht gemeint. Nee, aber... Unglaublich. Was ich an der Story jetzt so besonders schlimm fand, jetzt für mein Nachempfinden, war letztendlich, dass sich unter anderem dann auch letztendlich Rockergruppen auch so offiziell dann gemeldet haben, irgendwie über Facebook-Posts etc. So, wenn wir den kriegen, ist er tot etc. pp. Das macht doch keinen Sinn, Leute. So, dieses ganze Gehetze halt. So, ja, kann ich dazu was sagen? Ja, selbstverständlich. Ich finde, also, ich finde ehrlich gesagt, solche Menschen verdienen es nicht zu leben. Ja, das Problem daran ist... Ja, ich weiß, wir haben ein System und ich unterstütze das auch. Deswegen würde ich nicht der Person sein, ihm dann das sagen würde. Aber wir haben Leute, die dann entweder Kinder oder Unschuldige töten oder missbrauchen und die kriegen ein viel zu kurzes, also wenn er irgendwann mal in seinem Leben von einem Gefängnis rauskommen wird. Das ist bezweifle ich. Also, weil die Wahrheit ist, dass auch wenn er rauskommt, wird er ein Problem haben, aber im Gefängnis. Also, ich weiß wenigstens, in Amerika würde er nicht lange überleben. Also, ich wünsche ihm keine gute Sachen. Also, das würde ich einfach sagen. Das ist vollkommen in Ordnung. Also, wenn man mordet, aber der ist das Tod schon mal schlecht. Ist eher eine Erlösung für ihn als alles andere. Ja, schon. Grundsätzlich. Es ist egal. Nein. Es ist scheißegal. Entschuldigung, aber. Es ist egal, klar, der Tod wäre eine Erlösung für ihn, aber Suizid in meinem Gedanken ist kein Verbrechen. Es ist auch rechtlich kein Verbrechen. Richtig. Aber wenn du sagst, hier aber um den Mord der Kinder. Genau, und er hat gesagt, Kindes, Entschuldigung. Ist egal, vielleicht mehrere Kinder. Du hast gesagt, vielleicht waren es mehrere. Nein, waren es nicht. Es waren einer und ein Erwachsener. Aber, 22 aber das, war der andere, ja, aber, so ja, alt, aber es egal. Fast so alt wie ich. Aber egal, es reicht auch. Also das Kind ist besonders schlimm, aber Mord ist Mord und diese Person, Mord ist eines der schlimmsten Verbrechen. Also ich kann mir nur, also Vergewaltigung und Mord ist wahrscheinlich die schlimmsten Verbrechen, die überhaupt existieren. Und ja. Also ich will nicht in der Nähe von so einer Person sein, weil ich glaube an, ich will an das rechtliche System glauben. Und wir haben alles mögliche für Probleme im Moment mit dem rechtlichen System. Nur im Moment, schon seit langem. Aber ich habe nur ein Problem jetzt einfach, dass ehrlich gesagt, deswegen versuche ich die großen Nachrichten nicht mitzubekommen, aber du kannst es irgendwie nicht mitbekommen. Also du hast keine Wahl, das mitzubekommen oder nicht. Richtig. Weil es ist einfach so, ich gehe raus und ich sehe es und da ist es. Und ehrlich gesagt, wenn ich was dagegen machen könnte, hätte ich was gemacht, aber ich kann nichts dagegen machen. Und ich wünsche der Familie, denen das zugestoßen sind, alles Gute. Also ja, gut, das nicht mehr. Ja, okay, aber ich versuche ihnen, wenn sie an Gott glauben, einfach für sie zu beten oder irgend sowas, weißt du? Also Entschuldigung, also ich verstehe, was du meinst, definitiv. Ja, klar, ich verstehe, was du meinst. Klar, du sagst, du bringst das Thema auf und ich versuche das positiv zu gestalten. Geht ja gar nicht darum, dass jetzt irgendwas falsch war. Klar wird ihr Leben nicht mehr gut sein, wenn ein Elternteil sieht,
ihr Kind stirbt von irgend so einem absoluten Monster. Ja. Wenn ich der Vater wäre, würde ich nicht die Chance hätte. Also ich weiß nicht. Deswegen braucht man ein rechtliches System. Deswegen braucht man die Polizei. Weil man muss auch die Leute schützen, von denen das geschehen wird, damit man keinen Vigilance sagen, aber Selbstjustiz verbringt, weil deswegen braucht man das, aber das ist die Sache, das ist das, naja, also es regt mich auf, absolut, und es soll die Person auch aufregen, ja. Und es ist schlimm, und ich hoffe, ehrlich gesagt, dass diese Person, auch wenn er noch lebt, sein Leben die Hölle wird, einfach. Nein, nein, er verdient nicht mehr, er verdient nicht mehr. Entschuldigung, also, nein, ich entschuldige mich nicht. Nein, nein. Diese Person verdient nicht mehr, okay? Weil er hat seine Menschlichkeit aufgegeben und er hat sich entschieden, einfach ein Monster zu sein. Das will ich einfach sagen, einfach. Das ist deine Ansicht, das ist vollkommen in Ordnung. Das ist nicht meine Ansicht, das ist die Wahrheit, okay? Wenn du ein Kind tötest. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, dass... Ich würde nicht sagen, es ist deine Wahrheit. Ich wollte gerade sagen, so letztendlich gibt es genug psychische Störungen, ja, die im Endeffekt... Halt, okay, vielleicht hat er psychische Störungen, weißt du? Ganz kurz, jetzt bin ich dran. Punkt. Der Witz, nicht der Witz, sondern die Sache an dieser Geschichte ist halt... wieder einmal zu Augen geführt bekommen, wie grässlich es eigentlich sein kann. Denn wir haben hier drei komplett verschiedene Individuen, wobei einer dieser Individuen dafür sorgt, und das hat er getan, dass eben zwei andere nie wieder lachen können. Nie wieder oder niemals ihre Träume erreichen können. Um es mal ganz fies auszudrücken. Niemals mehr die Umarmung ihrer Eltern spüren kann. Und ich kann deinen absoluten Hass dagegen komplett verstehen. Ich finde aber auch, dass... Gut, das ist meine Einstellung. Ich wünsche keinem Menschen den Tod, weil der Tod für die meisten nur die Erlösung wäre. Demnach bin ich so der Mensch und sagt, lasst ihn zu dem Punkt kommen, an dem er anfängt zu bereuen. Und dann wird er daran zerbrechen. Verstehst du, was ich meine? Der Punkt wenn ist, ich absolut böse werde, würde ich ihm da... Entschuldigung. Jetzt bin ich dran. Ja, Entschuldigung. Ist schon okay. Und der Witz, das ist halt eine der grausamsten Arten, andere Menschen zu behandeln. Du hast vorhin einen wunderbaren Punkt angesprochen. Sexueller Missbrauch geht genau in die gleiche Richtung. Stimme ich dir vollkommen zu. Da wäre ich übrigens gern wieder Mittelalter, einfach Schwanzer packen, viel Spaß damit. Aber es ist eine andere Geschichte. Ja, genau, so ungefähr. Der Witz ist halt, ich kann nur sagen, dass... Ach komm, ich kann jetzt Mitgefühl heucheln, das macht auch keinen Sinn. Ich kann sagen, mein Mitgefühl ist bei den Familien. Ja, ist es, aber mein Gott im Himmel, dieser Satz ist so ausgelutscht, das tut mir leid. Den kauft ja auch kein Schwein mehr ab. Ja, ich denke an diese Leute und ja, sie tun mir unglaublich leid. Aber wo ich dann immer der Mensch bin, ich sage, es bringt nichts, diesen Leuten jetzt Mitgefühl zu heucheln, weil es tut mir leid, das bringt denen ihr Kind nicht wieder. Nee, und es hilft denen auch nicht. Nee, das kann das sowieso keiner, der nicht gerade auch ein Kind verloren hat. Okay, also von daher ist es Entschuldigung, aber ich muss dazu sagen, du sagst, es bringt nichts. Nein, du kannst damit sagen... du sagst, es bringt nichts, es bringt schon was, weil du sagst, dass du sagst, das ist einfach falsch, das ist einfach ungerecht und das ist einfach böse. Das ist einfach böse. Also aber was bringt es jetzt den Familien? Volles Mitgefühl, das kauft mir doch kein Schwein mehr ab. Lieber sage ich, dass es mir unglaublich leid tut für sie. Lieber sage ich, dass... Aber das ist doch derselbe Scheiß, also... Ja, aber wenn ich jetzt sage, sie haben mein volles Mitgefühl, sorry, das kaufe ich mir selber nicht ab, wenn ich so sage. Verstehst du, was ich meine? Es kommt auf die Art und Weise an, wie du es sagst.
Okay, dann sagst du es einfach anders. Aber manche sagen, dass ich für dich bete, der religiös ist. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Der Atheist, bin ich halt nicht. Der Atheist ist, der sagt, du hast mein ethisches Mitgefühl, einfach weil ich menschlich bin. Weil Atheisten glauben an menschlichen Sachen, zum Beispiel, dass wir uns gegenseitig helfen, dass wir uns nicht Schaden zufügen. Hm. Und es gibt keinen größeren Schaden, als den Tod zu bringen oder jemanden zu einfach zu zerstören. Ich würde nicht wissen, wie es ist, wenn irgendjemand jemanden aus meiner Familie umbringen würde. Ich habe ganz ehrlich... Das will keiner sich ich vorstellen. Ich will nicht wissen, wie ich durchdrehen würde. Nee, das weißt du auch nicht. Das will keiner wissen. Das will ich wissen. Mir auch nicht vorstellen. Nee, weil das will keiner wissen, weil das ist der absolute Horror ist. Weißt ja. du? Deswegen kann ich nur sagen, ich hoffe und wünsche von ganzem Herzen diesen beiden Familien die größte Kraft, die sie kriegen können. Okay. Okay. Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Und ich glaube, das ist absolut ehrlich von dir. Mhm. Und ich finde das auch gut. Und weißt du was? Das ist nicht Mitgefühl. Du wünschst ihnen Stärke, dass sie jetzt brauchen. Und ich glaube, das zählt viel mehr als alles andere. Also du kannst nicht mehr machen. Weißt du, was kannst du noch mehr machen? Gut, Leute. Oh, das fange ich jetzt heulen. Du kannst leider in die kann man Zeit nicht mehr zurückgehen tun. Und den Typen... Oh. Sonst fange ich hier wirklich gleich heulen an. So. Oh Gott. Das war meine Fresse. Ja, was, also wir können uns grundsätzlich wohl darauf einigen, dass es eine sehr grausame Tat war und dass den Familien, die Opfer daraus zu bekleiden haben, dass wir denen viel also, Kraft und alles erdenklich Gute in der Zukunft wünschen. Es gibt ja kein Todesurteil in Deutschland nicht mehr, aber ich wünsche diese Person, dass er nie das mehr auf freiem Fuß. Ja, aber weißt du was? Für manche Menschen, ich weiß nicht, also für manche Menschen, die würden es verdienen, aber mindestens, dass er nie mehr auf freiem Fuß ist. Das ist vollkommen in Ordnung. So, wir haben noch eine. Das hoffe ich auch. Ich bin mit meinem Thema noch nicht mal ganz durch. Ich bin mit meinem Thema noch nicht durch. Ja, dann mach weiter. Ja, das ist doch fein. Dann halt doch endlich mal die Klappe, Papa. So, was ich gerade noch sagen wollte, was ich... Ja? Du bist ein Sack. Ja? Gut, mach weiter. Sehr schön. Was ich noch zu der Sache sagen wollte, war, dass ich schlimm fand, dass diese Selbstjustiz, dieses Gehetze dann auf den ganzen Facebook-Seiten, dass das losgeht. So, denn wir haben ein Rechtssystem das kümmert sich schon drum. Und letztendlich ist es, im Moment wird dieses ganze Gehetze so schlimm betrieben. So, es ist so, ja... Dunkelschelm, Aggressionsmache. Ich muss mich dazu anschließen. Also, aber ich stehe mit dir dabei, dass Selbstjustiz nicht gut ist, aber wir leben in einem Zeitalter von dem Internet, wo alles super schnell und super reaktiv oder wie nennt man das? Ja, glaube ich weiß, was du meinst. Ist schon richtig, ja. Also alles wird sofort sofort, es gibt eine Reaktion sofort sozusagen, weißt du, ganz einfach. Und aber ich kann dich verstehen auch. Für mich, also deswegen haben wir eine Justiz, aber okay, Leute, du weißt auf dem Internet, Leute reden viel und ja, aber ich muss dir zustimmen, auf jeden Fall. Nee, und ich fand das halt nur bei diesem Fall äußerst heftig, was da an ich kann sie zum kleinen Teil verstehen, so. Aber das Problem ist, es bringt nichts. Richtig. Ich kann sie absolut verstehen, weil Kindesmord, Kindesmissbrauch, dass wenn man Kinder wehtut. Es gab noch was, was du zu dem Thema hattest, noch oder? Was. Jetzt nicht zum Thema Marcel H., sondern immer noch zum Thema, was ist in der Woche denn so aktuell passiert. Am Donnerstag gab es in Düsseldorf noch einen Amoklauf letztendlich. Da hat ein 36-Jähriger erst in der S-Bahn und dann auf dem Bahnhof mit einer Axt um sich geschlagen, irgendwie auf wahllose Passanten. Und dabei dann 9 Menschen verletzt, darunter irgendwie 3 italienische Touristen.
Es ist nun keiner in Lebensgefahr und ja, der Täter wurde auch direkt danach kurz danach geschnappt. So, er ist irgendwie geflüchtet über die Gleise, sprang in eine Brücke das runter und ist dann mit mehreren Knochenbrüchen ins Krankenhaus irgendwie gekommen. Er steht da jetzt unter Bewachung. Und wer war und was war sein sein MO oder sein Grund oder war er einfach verrückt oder? Wollte ich gerade zu kommen, ist ein ehemaliger Jugoslawe, der in Wuppertal wohnte und da meldete sich dann auch kurz nach der Tat ein Angehöriger und meinte, es sei eine psychische Ausnahmesituation, in der er sei. So, und naja gut, welche das jetzt genau ist, das wird jetzt ermittelt. Okay. Es ist doch nicht wahr. Es kann doch nicht sein. Nein, aber ich wollte jetzt nur mal kurz so zum Gegensatz zu dem anderen Fall. Letztendlich, ja, ich finde das jetzt auch vom Ding her, passt es eigentlich in die gleiche Schiene. So irgendein Bekloppter, der durchdreht und da irgendwie sinnfrei irgendwie Gewalt anderen antut. So, und gefallen tun? Von diesem hat man zum Beispiel auf Facebook oder so jetzt gar nichts gelesen. Finde ich komisch, tatsächlich. Ja. So, das sind halt so die Unterschiede, die ich dann irgendwie so hätte. Ich glaube, der Unterschied ist, dass bei dem einen es scheint wenigstens, dass es ein der gezielt auf ein Kind war. Mhm. Bei dem anderen war es wieder ein Amoklauf. Ja. Und wir hatten viele Terroristenanschläge und Amokläufe in letzter Zeit. Und das gehört schon zur Normalität so ein bisschen mehr. Und da ist das Problem. Und es ist ja nicht mal jemand getötet worden. Da braucht man auch nicht so viel genau. drum machen. Solange jemand nicht getötet worden ist, ist es kein großes Ding, weißt du? Genau, ja, also, genau. Solange man eine Zahl sagen kann, weißt du, das ist immer mit den Zahlen. Und im Ende 15, 100, 80, was weiß ich, Tote. Ja, genau. Das ist so. Aber im Endeffekt ist das ja auch nur ein Glücksfaktor, weil wenn da wild jemand mit einer Axt um sich schlägt, so, dann ist es reines Glück, dass da keiner tödlich verunglückt ist. Ja, weil entweder und ich freue mich, dass niemand getötet worden ist. Definitiv. Wirklich. So, das wollte ich damit jetzt auch nicht sagen. Aber wenn er jetzt zum Beispiel... Boah, kacke, so eine Scheiße aber auch. So ein Mist, ey. Ja, total scheiße, dass er... Komm, scheiße, das zweite Thema Moment, hätte in unserem Podcast bestimmt viel mehr Klicks gegeben. Ja, nein. Ach Gott. Also... Alter. Wir wissen genau, dass wenn ein Depp jetzt... selbst ein Depp, der mit einem Maschinengewehr irgendwo reingeht... Das ist doch selber ein Fuß. Nein, das warst du letztens bei Shooting. Nein. Das stimmt bei Smoking Guns. Genau. Naja, Smoking Guns. Hört wie hab ich das hingekriegt, mir selbst? Nee, das muss ich ganz kurz erzählen. Sean. Und zwar das Problem war, wir haben Smoking Guns aufgenommen und ich weiß nicht wie. Aber ich habe es geschafft, mich mit einer Pistole selbst abzuschießen. Wie geht das in dem Spiel? Wie sind wir vor deinem Axt? Angeblichen Axtmörderer, also er ist nicht und dann zum Smoking Guns von dir zu einem Scheiß gegangen. Ganz also einfach, herzlich willkommen im Zockcast. Also das ist ein bisschen mir, also dieses auf Englisch Emotional Rollercoaster. Also ja, natürlich, weil sonst höre ich jetzt hier gleich. Emotionaler, wie heißt es? Achterbahn. Genau. Muss jetzt nicht gleich singen, Skies. Aber ich will. Mach dazu einen Musikchannel, lad irgendwelche anderen Leute ein und lass uns damit in Ruhe. Danke. Genau. Du bist ein Wichser. Ja. Aber da stimme ich den Dunkelschirm dazu zu. Also, danke sehr. Das finde ich nicht gut. Kann man den nicht irgendwie muten? Genau. Das wäre nur blöd für die Unterhaltung. Ja. Naja. Okay. Anderes Thema. Anderes Thema. Ja, wir haben Mail bekommen. Also unser Kanal. Du oder ich? Mach du mal. Ich habe jetzt gerade ziemlich viel gesabbelt. Oh Gott, jetzt muss ich die Scheiße noch rausholen. Ich weiß so ungefähr auswendig. Wir haben Mail bekommen. Wir haben euch ja aufgefordert, uns zu sagen, was nicht passt und was passt. War das richtig gesagt? Ja, oder? Mhm. Und haben darauf eine sehr
gut, konstruktiv geschriebene Kritik-Mail bekommen. Mein Gott, wie viel Ks waren das denn jetzt? Und auf die möchten wir gerne antworten. Ich suche die jetzt gerade raus. Eine kurze Sekunde bitte. Wieder voll gut vorbereitet gerade. Ding, 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 ding. Ich brauche noch ein bisschen, mach weiter. Ding, ding, man, ding, kann, ding, man kann ja das in Audacity rausschneiden, ja? So, machen wir aber nicht, wir lassen alles drin. Ich wollte gerade sagen, könnte man rausschneiden, aber dann wäre es ja nicht mehr live. Also ne? Der erste Kritikpunkt, ich lese den jetzt einfach mal vor. Erstens, die Internetverbindung sollte schon überwiegend funktionieren. Ja, war in den Anfangsvideos wirklich unser Riesenproblem, das stimmt. Und das geben wir offen zu, ist jetzt endlich komplett behoben. Ja, es sei denn, du hast Ping-Probleme. Ja, das kann aber bei dir theoretisch auch mal passieren, wenn dein Internet-Provider sagt, nö, kann immer mal passieren, aber dieses hauptsächliche Problem ist tatsächlich behoben. Das sollte sich gegessen haben, richtig. Also so nicht mehr. Punkt Nummer 2. Wenn man zusammen spielt, dann sollte die Verbindung schon von vornherein klappen. Ja, haben wir ja gerade gehabt. Wiederholen wir uns irgendwie, also... Ach, ich glaube, da ging es vor allem um Blind Trust, wo unser letzter Test war, wo das mit dem sich verbinden nicht funktioniert hat. Da ja. Haben wir das allerdings absichtlich drin gelassen, weil es ja ein Test war. Weil es ja ein letzter Test war. Wir wollten euch von Anfang an zeigen, ob es funktioniert, wenn ja, wie und so weiter. Das war ja mit Absicht tatsächlich, wenn es daraufhin bezogen ist. Bei naja, letzten Tests werden... warte mal jetzt. Ehrlichkeit wird bestraft hier. Nein. Oh. Das war konstruktive Kritik. Richtig. Nett gemeint. Wie gesagt, ich bin nicht dagegen. Ich habe kein Problem. Ich also wir werden das bei den zukünftigen Let's Test oder bei irgendwie unsere Reihe heißt angezockt, ja auch drin lassen. Auch wenn wir wieder ein Spiel haben wie Blind Trust, das an sich total geil ist, wo wir aber es nicht schaffen, uns zu connecten, bleibt das drin. Einfach damit ihr halt die Problematik dabei seht. Versteht ihr? Ich verstehe, da habt ihr blindes Vertrauen zueinander. Boah. Ich ja auch. Boah. Hast du gerade so einen Grillenzirpen parat, Dunkelschirm? Nein. Scheiße. Punkt Nummer 3. Das kann man auch in Audacity machen. Mach ich aber nicht. Pass auf, Punkt Nummer 3. Wenn Texte vorgelesen werden, dann sollten sie nicht runtergeleiert werden. Final Fantasy 8, also direkt Kritik an mich, so eine Kacke, aber auch mag ich gar nicht. Nein, Spaß beiseite. Hat sogar einen Grund, warum ich das so gemacht hatte, werde ich jetzt ändern nach deiner Mail. Und zwar habe ich das aus dem Grund gemacht, da Final Fantasy vor allem im Anfangsteil ein unglaublich textlastige Sache ist. Und ich wollte es nicht in die Länge ziehen. Demnach habe ich das ein bisschen schnell runtergeleiert, das stimmt. Werde das jetzt allerdings auch vor allem auch wegen deiner Mail ändern und da wirklich mehr drauf eingehen, mehr Zeit für nehmen und richtig vorlesen. Mache ich. Vielen Dank für diese Kritik. Die Kommentare sind kaum oder nur schlecht zu verstehen. Zum Teil auch, weil die Musik und die Geräusche zu laut eingestellt sind. Nicht zu laut eingestellt sind, sondern die Mikros zu leise tatsächlich gewesen waren. Hat sich jetzt auch schon geändert. Wir nehmen inzwischen anders auf. Mit mehreren Spuren, das heißt, ich kann seit der neuesten Aufnahme, das geht glaube ich ab nächster Woche los dann, gehen die neuen Aufnahmen online. Ab da sind wir laut genug, definitiv. Sondern ich muss es, ja, also ich habe das alles so eingestellt, dass wir dann definitiv weit über dem Sound liegen. Beziehungsweise den Spielsound so weit runter geregelt, dass wir halt normal drüber sind. Das Huge. Hat sich auch beendet. Und wenn nicht, dann bitte nochmal sagen und dann einfach sagen, welches Video das war. Vielleicht war es ja noch ein altes. Ich weiß nicht, ob es an der Computerleistung liegt, aber uralt Spiele, auch wenn sie mal toll waren, reißen niemanden mehr vom Hocker. So, und da ist der Punkt. Ich kann es nur für mich sprechen, ich bin ein unheimlicher Fan von alten Spielen. Vor allem, was Final Fantasy angeht. Vor allem, was auch die ganzen Star Wars Spiele angeht. Und es ist einfach ein Wunsch von mir, die zu Let's Playen. Punkt. Geht bei mir im Endeffekt in die gleiche Richtung bei älteren Rollenspielen, so... Und demnach werden wir das weiter... Absolut bin ich deiner Meinung. Die Person, die das geschrieben hat, kann irgendwo hingehen, weil die sagt, alte Spiele sind nicht gut zu aufnehmen. Nein, da stehe ich überhaupt nicht zu. Und du weißt nicht, von was du sprichst. Und Ruckzuck ist echt cool und du solltest es anschauen. Wenn du, es gibt, die spielen andere Spiele auch
und jetzt sei leise. Aber das ist meine Meinung. Also nicht weil, weißt du was, alte Spiele sind echt cool und viele, die meisten neue Spiele sind echt nur Dreck. Und das will ich nur sagen. Wir werden auch weiterhin die alten Kamellen quasi weiterhin auch Let's Playen. Es sind noch einige Dinge in der Pipeline. Also, und ich muss sagen, du nennst Final Fantasy 8 alt, also Entschuldigung. 1999, also, es ist schon alt. Ja, ich sag nicht, dass es neu ist, okay, aber vielleicht, ich hab Spiele wie Impossible Mission auf Commodore 64 gespielt, okay? Gut, darf ich also, ich bin noch nicht fertig mit der Mail. Entschuldigung, aber okay. Das regt mich auf, Entschuldigung. Schon okay. Ja, aber grundsätzlich finde ich auch zu dem Thema noch, wegen alter Spiele und so, die ganzen neuen Spiele, die werden schon hundertfach irgendwie let's played bei noch und noch irgendwie Leuten. Genau, und warum soll man denn nicht mal die Spiele let's playen, die man früher gespielt hat, die trotzdem mag, schweinegeil sind, die man mag, genau, und vor allem, die man sonst eher selten findet. Ja, wir bleiben bei unseren alten Spielen, tatsächlich, das werden wir tun. Wir haben hier und da natürlich unsere ein, zwei neuen Sachen dabei, Hearthstone, Eternal ist 2017 als Beispiel rausgekommen. Ich arbeite gerade daran, dass ich es irgendwie schaffe, meine GameCube aufzunehmen, dann gibt es noch mehr Zeug. Und wie gesagt, es werden weiterhin auch alte Spiele kommen, weil es einfach unser Fable ist. Und da leben wir halt einfach für. Das sind einfach unsere Spiele. Jo. Und demnach, vielleicht ist die ein oder andere Goldschatz dabei. Ich lese mal weiter vor. Er schreibt. Zurzeit spiele ich Fallout 4, Skyrim, Elder Scrolls Online, Conan Exiles gelegentlich und noch Guild Wars 2 und Dishonored 2. Die sind auch nicht Skyrim ist aller... auch technisch nach seinem... Bist du jetzt mal leise? Entschuldigung, aber muss sagen... Okay, ich auch. Also. Die sind auch nicht die allerneuesten Spiele, bis auf eines, aber aktueller als eure Auswahl. Ja, mag sein, aber ich mag die Spiele nicht. Und jetzt? Also, ich Bis auf Skyrim. Es regt mich auf, dass er sagt, ach, ihr sollt neuere Spiele und dann spielt der Skyrim, was auch schon älter ist. Also nach der Definition von Videospielen. Also er kann irgendwo hingehen. Also das will ich nur sagen. Du sagst nicht, dass, oh, ihr sollt die neuesten Spiele spielen, aber ich spiele auch ein Spiel, das älter ist. Dann sage ich, nee, also komm. Ja, für die ersten paar Punkte vielen Dank für die Kritik, weil die war wirklich gut angebracht, keine Frage. Mit den Spielen, das ist halt dann so eine Geschmackssache. Ja. Meine Meinung zu dir, und das ist jetzt absolut, hat nichts mit Ruckzuck zu tun, du kannst zu Gaming Beast 82 kommen. Ah, Eigenwerbung, die Drecksack. Ja, nein. Ruckzuck ist echt geil und du sollst anschauen. Und aber meine Meinung ist, du bist ein Depp und du sollst irgendwo hingehen. Weil du sagst den einen, du sagst, ein Spiel ist zu alt. Und unsere Zuschauer. Nein. Ein Zuschauer. Doch, du hast gesagt, er ist ein Depp. Ja, okay, aber er ist ein Depp, weil er sagt, dass ihr spielt zu alte Spiele und ich spiele Skyrim. Und weißt du was? Skyrim, wann kam das raus? 2000, was weiß ich. Ich schau mal gerade nach. Warte mal, das schauen wir jetzt kurz noch nach. Ja, schauen wir mal nach hier. Skyrim. Skyrim kam raus 2011. 2011, okay, das Spiel ist 6 Jahre alt. Okay? Nee, es ist 5 Jahre alt, es kam am 11. November raus. 5 Jahre für ein Videospiel ist alt, okay? Mhm. Und er sagt, er spielt keine alten Spiele, ey, Bro. Und dann sage ich, ey, Bro. Weißt du was, Bro? Fick den Scheiß. Die Leute spielen, was sie spielen wollen. Und ich sage das absolut, ich habe keinen... Also Ruckzuck ist echt cool und alles, aber ich sag das von meiner Meinung nach und ich hasse diese Leute, die das sagen und ich habe das schon immer gesagt, ich spiele alte Spiele, ich spiele Indie-Spiele, neue Spiele, es ist immer, okay, ich spiele den FPS, ich spiele Medal of Honor Version 564. Das ist... In einem Jahr ist dieses tolle Spiel, von dem du redest, schon wieder alt. Deine Definition, du bist absolut, du verstehst nicht, von was du redest. Aber das ist nur meine eigene Meinung. Also,
tut das absolut nicht mit Ruckzuck verbinden. Das ist nur meine Meinung. Aber ich habe es satt. Du hast dich gerade unbeliebt gemacht, glaube ich. Ist mir scheißegal. ich hab meine Hater. Keine Sorge, jedes meiner Videos hat ein Dislike, mindestens oder drei. Na, dann ist ja gut. Schon mal. Wir haben noch keine. Wir haben nur Likes. Ja. Ruckzuck. Echt? Wir also, haben schon Likes? Schon cool. Ja. Populär. Man, nee, ich guck mal grad nach. Wo also sind wir populär? Wir haben 5 Abonnenten. Ja, ist egal. Bald wird mehr haben als ich, kein Problem. Also 1-2 Jahre wird das schon passieren, kein Problem. Der glaubt an uns. Natürlich glaube ich an euch. Also. Ja, nein, okay, einer. Aber ich sag's leicht. Also mein Problem ist nur mit diesen Menschen, ist das. Ist egal, was du magst. Du magst neue Spiele, ist kein Problem. Aber wenn du sagst, spiel neue Spiele, ich sag's, es gibt nein, so viele Spiele. Es ist immer, oh, ich soll die neuesten Spiele spielen, wie jeder Typ. Da werde ich absolut nicht gesehen, weil ich sehe dann immer, was weiß ich, PewDiePie oder Markiplier oder Gronkh auf dem Deutschen oder irgend sowas. Ja, genau. Und da sage ich nur, ja, okay, er spielt jetzt, was weiß ich, Five Nights at Freddy's 8 oder Resident Evil 29. Entschuldigung, aber es gibt andere Spiele auch. Mhm. Hast du schon mal Steam gesehen? Ich spreche nicht mal... Es gibt voll coole Indie-Spiele, die echt neu sind, aber du sagst, oh, das ist aber ein Indie-Spiel und dann ist immer eine Ausrede, ist immer eine Ausrede. Und es, echt, ja, es gibt echt coole alte Spiele, die du gar nicht ausprobiert hast. Und aber das ist nur meine Meinung, Ruckzuck hat nicht, ich bin ein Gast jetzt, okay? Also, das werde ich dir sagen, okay? Und ich höre auf hier. Also, ich teile definitiv deine Meinung, dass es sehr viele saugeile alte Spiele gibt, die es jederzeit mit eigentlich so ziemlich jedem neuen Spiel aufnehmen können und in meinen Augen auch gewinnen würden. Amen, amen. So, aber und ich sehe es genauso, ja, nochmal wieder jemand, der die ganzen neuen Spiele, wie ich vorhin schon sagte, das macht jeder, Hans, Franz und Gronkh, so und von daher passt das schon, dass wir ein bisschen... Das macht jeder. Hans, Franz, Gronkh. Das war eine Aufzählung zufällig ausgewählter Namen. Achso, okay. Ja. So, und nein, deswegen einfach mal auf was anderes machen. Wir haben wirklich Likes auf unsere Videos. Und das ist doch fein. Ja. Ja, also ich bekam von einem Bekannten von mir einmal grundsätzlich ein positives Feedback nochmal zu unseren Videos. So, schreib mir das mal, von wem? Vom Schalk. Ach, vom Schalk, ja. Ja. So, weil ja, ich habe ja... Zeit. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ja, genau. Wird er dann ja morgen hören. Und glaubst du, ja... Glaubst du, er hört sich den Podcast an? Ja, da gehe ich von aus. Coole Sache. Dann machen wir es erst recht. Schöne Grüße an den Schalk. Und wenn nicht... Ja, dann hau ich ihn, genau. Also Schalk, hast du gehört? Hör dir den Schmarrn an. Ja genau, Schalk, hör dir den Scheiß an. The Gaming Bee sagt das. Okay, mach mal. Ich mach nur Spaß hier, also komm. Kein Ding, der kann das ab. Also sowohl den Spaß, als auch, dass ich ihn verprügel, genau, wenn er sich's nicht anhört. Genau. Nein, aber der sagte auf jeden Fall, grundsätzlich sind die Videos gut, nur ich sollte mal ein bisschen impulsiver und ein bisschen weniger lethargisch irgendwie quatschen. So, ja, da bist du wirklich der Meister drin, ne? Ja, das bin ich. So gebe ich auch zu, ich bin es ja, einfach auch halt wirklich gewohnt, beim Zocken irgendwie großartig mit Leuten zu quatschen. Im Normalfall bin ich eigentlich der hier, ich spiele mein Rollenspiel gemütlich alleine am PC oder an der PlayStation. Das ist halt neu für dich, ne? Ist halt was Neues, genau. Also ich tue mein Bestes, mich dazu verbessern. Das merkt man aber auch. Was ich jetzt noch kurz sagen muss, ist, wir arbeiten ständig dran, irgendwie vor allem unsere Audioqualität zu verändern. Und ich glaube, dass wir das schon um 500% zum Anfang der Videos gemacht haben. Weil wir also insgesamt liegen wir jetzt so bei 50. Wir können natürlich noch einiges machen, aber wir haben, glaube ich, meiner Meinung nach, da schon richtig viel gemacht. Jetzt in der kurzen Zeit an Audioqualitäts-Upgrades. Weißt du, was ich meine? Mhm. Klar, wir sind noch lange nicht am Ende. Und aber das wird noch. Und wir sind da natürlich sehr auf eure Rückmeldungen gespannt und brauchen die auch, damit wir uns natürlich weiter verbessern können.
Und ich würde sagen, mit diesen Worten bedanke ich mich recht. Oder hast du noch was? Meine Liste ist fertig. Deine Liste ist fertig, meine ist nämlich auch fertig. Dann Sean, du noch irgendeinen Beitrag? Weil ich sag, was ich sagen wollte. Und der Angeklagte hat nichts mehr zu sagen. So. Der Angeklagte ist echt geil. Erster Gast auf eurem Podcast und ich bin Angeklagte. Echt geil. Ja. Echt cool. Da erinnert mich jetzt so ein bisschen an Otto Walkes. So, Angenagter, ihnen wird zur Last gelegt. Sie hat an dem Mastgesicht. Ich hab nicht an dem Mastgesicht, ich hab ihn über den Hals bewegt. Und das hat dann den Gast erregt und der hat dann den Mastgesicht. Genau, ihr nächster Gast müsst ihr auch den Angeklagten nennen. So, egal, Paul, wir machen das jetzt ganz kurz so. Das machen wir, das ist eine gute Idee. Ich will es jetzt trotzdem noch kurz vorlesen von Otto Walkes. Warte. Otto. Vom Ottili. Was? Vom Ottili, ja. Otto Walkes. Gibt's denn noch, oder wie? Ich weiß, dass er noch lebt, Geklagter Text. Hier, Mann. Warte. Ja, der ist immer noch mit den alten Shows unterwegs. Ja, cool. So, und ich werde jetzt. Hohes Gericht, liebe Geschworenen, Angeklagter. Ihnen wird zur Last gelegt, Sie hätten an dem Mast gesägt. Ich hab nicht an dem Mast gesägt. Ich hab nur mit dem Ast gefegt. Da hab ich mich mit Ast bewegt und das hat wohl den Gast erregt. Und der hat dann den Mast zerlegt. Sie haben bei der polizeilichen Vernehmung aber ganz andere Angaben gemacht. Ich zitiere wörtlich. Ich habe diesen Gast zersägt, weil er sich auf den Quast gelegt, doch wer gefälschten Zaster prägt und Schuhe aus Alabaster trägt, verdient, dass ihn der Mast erschlägt. Das haben Sie doch gesagt. Herr Zeuge, können Sie das bestätigen? Nee, das war ganz anders. Ich hatte mich zur Rast gelegt und mich mit einem Quast gepflegt. Und wer schon einmal Bast zersägt, der weiß, dass keine Hast verträgt. Das tut doch überhaupt nichts zur Sache. Doch, da hat sich's im Rest geregt und das hat dann den Ast bewegt. Und wie der Ast aufs Pflaster schlägt, da hat er wohl den Gast erlegt. Nun reicht's aber, im Namen des Volkes. Wenn einer einen Gast zersägt, weil ihn ein Gymnasiast erregt, der von seinem Palast gefegt, dann wird die Tat mit Knast belegt. Wenn er als Kontrast erwägt, dass er sein Geld zum Pasta trägt, der auch Wunsch nach Zaster hegt, dann wird das nicht mit Knast belegt. Stattdessen wird der Mast zersägt und auf das Grab vom Gast gelegt. Wem dieser Spruch nicht passt, der trägt die Kosten des Verfahrens, gezeichnet Richter Ahns, das Hohe Gericht zieht sich zum Besäufnis zurück, das Urteil lautet Freibier. Vielen Dank an Sean, dass er dabei war. Gerne, es war ein echter Spaß. Alter, das vorzulesen war ganz heftig. Huh. Ja. Und er zitiert es wesentlich schneller und frei aus dem Kopf. Das ist übel. Respekt an Otto Walkes. Und das mit, alt ist er jetzt? 180? So ungefähr, ja, 180. Vielen Dank an Sean, dass er dabei war. Ja, danke dir. Es hat echt Spaß gemacht. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr genervt. Ach, du hast doch gar nicht genervt. Alles cool. Vielen Dank an Dunkelschirm, wie immer. Und ich brauche mich gar nicht bedanken. Vielen Dank für euch fürs Zuhören. Wir sehen uns dann nächsten Sonntag um 16 Uhr wieder für Rockcast Folge Numero 3. Dankeschön. Zockcast. Ach, Rockkacke. Zum Zockcast Numero 3. Ich hab gerade Déjà-vu, du auch. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ich prügel das schon in dich rein. Bis zum nächsten Mal.